Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Mein Name ist Hania Radziejowska und ich bin Leiterin des Pilecki-Instituts in Berlin. Und ich möchte Sie alle im Namen des Pilecki-Instituts, des Zentrums für historische Forschung in Berlin und der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit zu dieser Debatte zum 75. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs willkommen heißen. Unsere Diskussion der vergessene Alliierte, Polen an den Fronten des Zweiten Weltkriegs, wird gleichzeitig in drei Sprachen übersetzt, ins Polnische, ins Englische und ins Deutsche. Um die Übersetzung zu aktivieren, klicken Sie bitte alle Deutschsprachigen auf den Dolmetscher-Übersetzung-Button und wählen Sie dann die Option Deutsch. Der Button befindet sich unten neben dem Bildschirm Q&A Chat. Ladies and gentlemen, my name is Hania Radziejowska. I'm a head of the branch Pilecki Institute in Berlin. And I would like on behalf of und ich möchte Sie ganz herzlich on behalf of begrüßen and im Namen des Pilecki Instituts. On behalf of Pilecki Institute Center for Historical und das Zentrum für historische Forschung und für die Stiftung für polnisch-deutsche Zusammenarbeit und möchte Sie alle willkommen heißen zur Panel-Diskussion zum 75. Jahrestag des Ende des Zweiten Weltkriegs. Der vergessene Alliierte Polen an den Fronten des Zweiten Weltkriegs. Das wurde eben alles schon auf Deutsch erklärt, wie man die Übersetzung einschaltet. Then select the English option. This interpretation icon is located on the bottom bar of the window on the right side of the Q&A chat icon. Szanowni Państwo, dobry wieczór. Nazywam się Hania Radziejowska, jestem kierowniczką oddziału Instytutu Pileckiego w Berlinie i chciałabym w imieniu trzech organizatorów, czyli Instytutu Pileckiego, Centrum Badań Historycznych Stacji Polskiej Akademii Nauk w Berlinie i Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy przywitać się na tej naszej debacie z okazji 75. rocznicy końca II wojny światowej. Zapomniany aliant Polacy na frontach II wojny światowej jest, ta debata będzie tłumaczona na trzy języki. I drodzy Państwo, żeby włączyć sobie polski język, należy kliknąć na, znaczy włączyć ikonkę Interpretations i tam wybrać język, uwaga, portugalski, niestety nie ma języka polskiego. Ich hoffe, alles funktioniert. Und jetzt möchte ich, ja, jetzt, bevor wir unsere Diskussion beginnen, werden zwei sehr kurze Begrüßungsreden gehalten. Ich möchte am Anfang den Direktor des Zentrums, Professor Igor Konkolewski, das Wort übergeben. Igor. Vielen herzlichen Dank, Hania. Sehr geehrte Damen und Herren, auch wenn wir in dieser schwierigen Zeit leider keine Live-Veranstaltungen organisieren können, so gibt uns die Technologie dann auch die Möglichkeit, wichtige Ereignisse gemeinsam zu gedenken. Ereignisse, die nicht nur für einzelne Nationen, sondern für die internationale Gemeinschaft wichtig sind. Zweifellos ist der 75. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs in Europa eines dieser Ereignisse. Durch die Inspiration eines großen Freundes von Polen, Herr Markus Meckel, dank der freundlichen Unterstützung der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit sowie der Zusammenarbeit zweier polnischen wissenschaftlicher Einrichtungen in Berlin, das heißt der Berliner Abteilung des Pilecki-Instituts und des Zentrums für historische Forschung der Polnischen Akademie der Wissenschaften, entstand die Möglichkeit, diese Online-Panel-Diskussion zum Thema Polen an den Fronten des Zweiten Weltkriegs zu organisieren. Dieses Thema ist für beide polnische wissenschaftliche Einrichtungen in Berlin eine echte Herausforderung. Sie stellt uns vor die Frage, auf welche Art und Weise sollen wir die Geschichte der tragischen Abschnitte deutsch-polnischer Beziehungen beleuchten und darstellen. Einen Versuch, sich dieser Herausforderung zu stellen
unternahmen die Autoren und Herausgeber des deutsch-polnischen Geschichtsschulbuchs Europa, unsere Geschichte. An dessen Entstehung sich das Zentrum für historische Forschung der Polnischen Akademie der Wissenschaften maßgeblich beteiligte. Im vierten Band, welches schon bald in die Buchläden kommt, versuchen wir umfassend unter anderem die Beteiligung polnischer Streitkräfte an verschiedenen Fronten des Zweiten Weltkriegs darzustellen. Wir hoffen jedoch, dass Sie bereits während der heutigen Diskussion erfahren werden, warum dieses Thema eine solch wichtige Rolle innerhalb der polnischen Erinnerungskultur einnimmt und warum sie gleichzeitig außerhalb von Polen nur wenig bekannt ist. Ich danke herzlich Herrn Markus Meckel, dem Pilecki-Institut, der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit sowie all denjenigen, die bereit waren, Vorurteile zu brechen und somit einen wichtigen Beitrag zur Entstehung der heutigen Veranstaltung leisteten. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, ich lade Sie herzlich zur heutigen Diskussion ein. Dankeschön. Vielen Dank an den Direktor für diese Worte und dass Sie, dass du an diese sehr wichtige historische und pädagogische Initiative, dieses Schulbuch im Bereich der deutsch-polnischen Beziehung uns erinnert haben. Das Pilecki-Institut in Berlin ist eine Zweigstelle des Instituts in Warschau. Der Direktor des gesamten Instituts, Dr. Wojciech Kosłowski, wird gleich einige Worte sagen. Wojtek, the floor is yours. My camera was switched off by the host. Meine Kamera wurde durch den Host ausgeschaltet. Sie müssen mich nicht unbedingt sehen. Hauptsache, Sie können mich hören. Liebe Panel-Teilnehmer, liebe Vertreter der Gastinstitutionen und der Mitorganisatoren, liebes Team in Berlin, liebe Freundinnen und Freunde und Unterstützer des Pilecki-Instituts, sehr geehrte Damen und Herren, guten Abend. Ich freue mich ganz besonders, Sie heute Abend zur Panel-Diskussion einzuladen, aus Anlass des 75. Jahrestages des Endes des Zweiten Weltkriegs in Europa. Das Pilecki-Institut ist eine Forschungseinrichtung mit Sitz in Warschau und in Berlin. Und die sehr lebendige Zweigstelle ist dort schon seit mehreren Monaten aktiv und hat sich schon zu einer wunderbaren Plattform für den wissenschaftlichen Dialog zwischen Deutschland und auch breiter gesehen der internationalen Wissenschaftswelt entwickelt und hat sich zu einem inspirierenden Blickwinkel auf die moderne polnische Geschichte und Kultur für ein populäres Publikum entwickelt. Das Berliner Institut widmet sich dem Auffinden von polnischen Quellenmaterialien, Archiven, Zeugen, Zeitzeugendokumenten und möchte damit ein Bild davon zeichnen, wie der polnische Widerstand und die Streitkräfte dem Nazi- und dem Sowjetregime Widerstand leisteten. Mit Forschung und Zusammenarbeit und im Gespräch wollen wir dieses Ziel befördern, immer auf der Grundlage solider wissenschaftlicher Beweise, um gemeinsames Verständnis aufzubauen und Brücken zu bauen, die vielleicht widersprüchliche Erinnerungen, Perspektiven und Ansätze zusammenbringen. Ich möchte auch unseren Partnern danken, dem Zentrum für historische Forschung der Polnischen Akademie der Wissenschaften und der Stiftung für polnisch-deutsche Kooperation. Vielen Dank für die wunderbare Unterstützung und die hervorragende Zusammenarbeit, die wir sehr schätzen. Ich hoffe, dass die Diskussion Ihnen wichtige Anregungen geben wird und Sie einen schönen Abend verbringen. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Vielen Dank. Vielen Dank. Und jetzt möchte ich jetzt den ersten Teilnehmer der Paneldiskussion vorstellen, Herr Markus Meckel. Vorstandsvorsitzender der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit, ehemaliger deutscher Außenminister,
Oppositionelle zu DDR-Zeiten, man kann sagen, ein Mann des deutsch-polnischen Dialogs. Was hier wichtig zu erwähnen ist, Herr Meckel war und ist ein Initiator dieser Podiumsdiskussion. Markus, willkommen, Sie haben das Wort. Ganz herzlichen Dank. Auch ich möchte mich bei allen Partnern, die jetzt schon gesprochen haben, herzlich bedanken. Jetzt nicht zu sehen waren Cornelius Ochmann und Krzysztof Rack, die Direktoren der Stiftung Deutsch-Polnische Zusammenarbeit, die diese Anregung aufgenommen haben und uns hier zusammengebracht haben. Auch diesen herzlichen Dank. Ich denke, das ist, und deshalb will ich den Rahmen am Anfang etwas breiter machen, dass es in Deutschland eben, wir reden ja von dem vergessenen Alliierten, kaum bekannt ist, welche Rolle Polen in der Befreiung Deutschlands vom Nationalsozialismus gespielt hat und eben nicht nur Deutschlands, sondern eben für ganz Europa. Wir sind ja jetzt gleichzeitig im 30. Jahr der deutschen Vereinigung. Seit 30 Jahren sind Deutschland und Polen und die Nachbarn eben nicht nur frei, demokratisch und unabhängig nach dem Ende des Kalten Krieges, sondern dies ist gleichzeitig verbunden mit einem neuen Prozess des Kennenlernens, bei dem wir, und zwar von beiden Seiten, auch immer wieder feststellen müssen, dass wir vom anderen jeweils zu wenig wissen. Und dass wir auch die geschichtlichen Erfahrungen des anderen erst einmal kennenlernen müssen, aber dann eben auch sie ernst nehmen müssen. Es war ja sehr bezeichnend, dass als Polen 2004 mit anderen neuen Mitgliedern, neuen Demokratien, Mitglied der Europäischen Union geworden ist, sofort im Europäischen Parlament für den 60. Jahrestag des Kriegsendes die Diskussion über die Geschichte losbrach, weil zum Beispiel ganz Westeuropa, und das gilt bis heute auch für Deutschland, man den Hitler-Stalin-Pakt in seiner Bedeutung nicht wirklich ernst genommen hat und nicht gesehen hat, wie zentral er etwa für Polen im Selbstverständnis ist und da eben natürlich auch für die baltischen Staaten. Und wir müssen bis heute feststellen, dass wir solche Wahrnehmungsunterschiede haben und es immer noch eine Aufgabe ist, genau hinzuhören und die Erfahrungen der anderen wahrzunehmen. Der Zweite Weltkrieg, der jetzt vor 75 Jahren zu Ende gegangen ist, ist eben bis heute auch im gegenwärtigen Europa ein höchst umstrittenes Thema. Wenn wir nach Russland schauen, wo jetzt auch die große Parade am 9. Mai nicht stattfindet, ist bis heute der sogenannte Große Vaterländische Krieg von 1941 bis 1945 gezählt und der erste Teil des Zweiten Weltkrieges, 1939 bis 1941, ist in der öffentlichen Wahrnehmung verdrängt und gar nicht bewusst, indem Russland bzw. die Sowjetunion nicht Opfer war, sondern Mittäter im Hitler-Stalin-Pakt gegenüber Polen, den baltischen Staaten oder eben auch gegenüber Finnland. Wir erleben oder haben erlebt in den letzten 2 Jahren intensive Diskussionen in Polen selbst über den Zweiten Weltkrieg. In der Regierung Tusk ist ja in Danzig das Museum des Zweiten Weltkrieges entstanden, dessen Direktor dann mit der neuen Regierung entlassen worden ist, weil eben auch diese Fragen strittig sind in Polen selbst. Wenn wir in den letzten Tagen Zeitungen gelesen haben, haben wir Gerhard Schröder reden hören, der von der Verantwortung Deutschlands gegenüber Russland auf dem Hintergrund der Verbrechen des Zweiten Weltkrieges gesprochen hat, das ja wahrhaftig das russische Volk sehr gelitten hat. Nur hat er leider nicht davon gesprochen, dass dies eben nicht nur für Russland gilt, sondern auch für die Ukraine, für Belarus, für alle Nachfolgestaaten der Sowjetunion und für die verschiedenen Völker der Sowjetunion, die heute in sehr unterschiedlicher Weise zu dieser Geschichte stehen, sich zu dieser Geschichte bekennen. Und Polen, und das ist eben schon angeklungen und das soll heute Thema sein, hat eben Truppensteller gehabt in allen Armeen der Alliierten. Polen war nicht nur Kriegsteilnehmer in dem kurzen Krieg mit der Niederlage im September 1939, sondern dann von Anfang an, seit 1939, dann eben auch schon in anderen Armeen. In Frankreich begann es, wir werden darüber heute hier mehr hören, bekannt ist
die Heimatarmee, von der ich in der DDR nichts gelernt habe in der Schule. Da konnte man nur im Westen das erfahren. Und diejenigen, die in der Heimatarmee gekämpft haben, waren in Polen nach 45 dann eben selbst unter Druck. Und nicht zuletzt der Namensgeber dieses Instituts ist dann umgebracht worden und verurteilt worden in kommunistischer Zeit. Polen haben auf der Seite, und nicht nur auf der Seite, sondern in der Roten Armee gekämpft. Ich erinnere mich daran, wie mir Anfang der 90er Jahre der polnische Schriftsteller Czipiorski, der an dem Aufstand in Warschau teilgenommen hatte und dann im KZ Sachsenhausen war, wie der mir erzählte, dass er von Polen befreit worden ist und was für ein einmaliges Ereignis das für ihn war, das ihn auch in den 90er Jahren noch bewegt hat. Und dann gibt es die Geschichte, die in Deutschland nun wirklich kaum jemand kennt, mit der Andersarmee. Auch darüber wird jetzt noch erzählt werden. Wir wissen ja, dass Stalin unter dem Namen Katyn ist dies bekannt, mehr als 20.000 Offiziere der polnischen Armee umgebracht hat. Wer nicht umgebracht wurde, landete dann in den Lagern. Und als dann Deutschland, Hitler-Deutschland, die Sowjetunion überfiel, wurden sie aus den Lagern entlassen und General Anders sammelte sie am Anfang in Übereinkunft mit Stalin. Als man sich nicht einigen konnte, gingen sie dann über Iran und Palästina in den Westen und haben etwa an der Schlacht am Monte Cassino in besonderer Weise teilgenommen. Ich habe 2014 miterleben können auf Einladung des polnischen Ministerpräsidenten, wie damals Veteranen, aber eben auch ganz junge Menschen, 1000 Polen in Italien waren, um dieses wichtige Ereignis zu begehen, worüber wir uns in Deutschland wundern, wo wir sagen, was haben so viele Polen in Italien zu tun beim Zweiten Weltkrieg, weil man dieses nicht kennt und weil man dieses nicht weiß. Dies stärker ins Bewusstsein zu rücken, ist das Ziel dieser Veranstaltung. Natürlich auch deutlich zu machen, dass es starke Differenzen gab, wie ich schon erwähnt habe, dann nach 45 und auch damals gab es unter den beteiligten Polen starke Differenzen oder dann eben auch die Tragik der Polen in der Besatzungszeit. Denn sehr viele Polen, Hunderttausende, sind einberufen worden in die Wehrmacht und haben dann in der Wehrmacht gekämpft, was für diejenigen, die das erlebt haben, natürlich nach 45 auch eine Katastrophe war. Die konnten nicht darüber reden, sie konnten sich mit ihrer eigenen Geschichte nicht identifizieren. Und das war sozusagen diese doppelte Tragik, die sie dann erlebt haben. Viele von denen haben desertiert. Andere sind in Kriegsgefangenschaft gekommen, haben dort eine andere Uniform angezogen, die der westlichen Alliierten, und haben dann wiederum gegen Deutschland gekämpft. Ich hätte mir gewünscht, dass diese differenzierte Geschichte, diese Tragik, aber eben diese Geschichte, die Polen nicht nur zum Opfer macht, Polen war im Zweiten Weltkrieg nicht nur Opfer, sondern war handelnder, und zwar handelnder, um uns zu befreien und sind für Unabhängigkeit und Freiheit, wir haben sie gekämpft, sind sie gestorben. Und ich hätte mir sehr gewünscht, wenn dies wenigstens 75 Jahre danach ein öffentliches Thema in Deutschland sein würde, wenn die Politik dies aufgreift und wenn 75 Jahre wenigstens danach das, was Stalin verhindert hat, dass Polen als Alliierte anerkannt werden, dass wir den Polen heute Dank und Anerkennung zollen. Und dem soll diese Veranstaltung dienen, zur Kenntnis, aber eben auch dieses deutlich auszusprechen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Markus Meckel, für diesen sehr inspirierenden und persönlichen Einführungsvortrag. Herr Meckel hat uns in diesen Kontext der Debatte eingeführt und er hat auch ein bisschen diese vielfältige historische Komplexitäten gezeigt und zusammengefasst. Wir werden mit unseren Diskussionsteilnehmern darauf zurückkommen. Gleich werden wir einen Kurzfilm sehen, der speziell für diese Debatte vorbereitet wurde. Wir haben versucht, die Geschichten der polnischen Truppen an den Fronten des Zweiten Weltkriegs zusammenzufassen. Und jetzt habe ich einen kleinen Hinweis. Diese Zoom-Plattform ist nicht für die
Filmvorführungen vorgesehen. Wir möchten, dass jeder den Film in guter Qualität sehen kann. Deshalb stellen wir den Link zum Film im Chat zur Verfügung. Wenn die Animation nicht richtig funktioniert, klicken Sie bitte auf den Link. Marek, wir können mit dem Film anfangen. In September 1939 wurde Polen von Nazi-Deutschland und der Sowjetunion überfallen. Und so begann der tödlichste Krieg der Geschichte. Trotz einer Reihe heftiger Verteidigungsschlachten, unter anderem in Gdansk, an der Bzura und der Verteidigung Warschaus, wurde Polen im Oktober 1939 besiegt. Das Land wurde besetzt, aber die Polen setzten den Kampf fort. Die polnische Regierung zog zunächst nach Paris und dann nach London. Polnische Soldaten, Marinesoldaten und Flieger verließen die besetzten Gebiete, um alliierte Divisionen zu bilden oder sich ihnen anzuschließen, wodurch die viertgrößte alliierte Armee in Europa entstand. Die zurückgebliebenen Soldaten wiederum organisierten den Widerstand in Polen. Der polnische Untergrundstaat war Europas größte Widerstandsorganisation, die Hilfe leistete, Informationen sammelte und Sabotagemissionen durchführte. Zsegota, der Rat für die Unterstützung von Juden, half den Juden im besetzten Polen. Die Heimatarmee war während des gesamten Krieges aktiv und zählte über 300.000 Soldaten. Ihre größte Operation war der Warschauer Aufstand im August 1944. Jüdische Kämpfergruppen in Polen waren die ersten in Europa, die sich im April 1943 im Aufstand im Warschauer Ghetto gegen die Deutschen bewaffnet auflehnten. Polnische Mathematiker spielten eine Schlüsselrolle beim Knacken des Enigma-Codes, während Geheimdienstagenten weitere unschätzbare Informationen lieferten. Ein von einem polnischen Ingenieur erfundener Minendetektor wurde bei der Schlacht um Alamein mit großem Erfolg eingesetzt. Ein weiterer polnischer Ingenieur hackte das deutsche Raketenprogramm und schaffte es, Schlüsselkomponenten von ballistischen V2-Raketen herauszuschmuggeln. Es waren Menschen wie Jan Karski und Witold Pilecki, die die Welt über die deutschen Gräueltaten in den Lagern informierten. Bereits im Herbst 1939 wurden in Frankreich polnische Divisionen gebildet. Auch nach der Schlacht von Dünkirchen und der anschließenden Evakuierung der alliierten Truppen nach Großbritannien kämpften polnische Truppen gemeinsam mit der französischen Armee weiter gegen die deutschen Invasoren. In Nordafrika kämpften polnische Soldaten 1941 Seite an Seite mit britischen und australischen Regimentern, um die Stadt Tobruk zu verteidigen. Dort wurden deutsche Panzerdivisionen zum ersten Mal in offener Schlacht aufgehalten. Die Verteidiger gaben nicht auf und die Stadt wurde schließlich von britischen Truppen befreit. Im Juni 1941 griff Deutschland die Sowjetunion an und zwang sie somit, in das Lager der Alliierten zu wechseln. So wurde das Sikorsky-Majski-Abkommen unterzeichnet, um eine Armee von 100.000 polnischen Soldaten aufzustellen, die vorher sowjetische Gefangene unter anderem in Gulag gewesen waren. Diese Armee bahnte sich ihren Weg durch Persien und Palästina und schließlich zurück nach Europa. Als die alliierten Streitkräfte nach einem spektakulären Anfangserfolg in Anzio in Italien zum Stillstand kamen, war es das zweite polnische Korps, das die Deutschen bei Monte Cassino besiegte und damit den Weg nach Rom öffnend die lange Belagerung beendete. Es waren polnische Truppen, die später im Juli 1944 Ancona und ein Jahr später im April Bologna befreiten. Als sich das Blatt des Krieges wendete, bereiteten sich die Alliierten darauf vor, die deutschen Stellungen in der Normandie einzufallen. Der D-Day wurde zu einem der bekanntesten Ereignisse des Krieges und tatsächlich waren die Polen bei der Strandlandung in der Marine und den Luftstreitkräften sowie bei den Bodeneinheiten in den anschließenden Kämpfen um die deutschen Einheiten in der Kesselschlacht von Falaise im August 1944 dabei.
Danach befreiten sie Ypern, Gent und Breda und nahmen schließlich im Mai 1945 den deutschen Marinestützpunkt in Wilhelmshaven ein. Als die Alliierten die Operation Market Garden durchführten, die größte Luft-Boden-Operation während des Krieges, waren die Polen ebenfalls dabei und kämpften im September 1944 auf beiden Seiten des Rheins. Polnische Flieger waren bereits zu Kriegsbeginn im Einsatz. Sie brillierten insbesondere 1940 in der Schlacht um England, als die berühmte polnische Jagdstaffel 303 mehr feindliche Flugzeuge absetzte als jede andere. Die erstaunlichen Anstrengungen der alliierten Luftstreitkräfte inspirierten Winston Churchill zu seinen berühmten Worten: Noch nie haben so viele, so wenigen, so viel zu verdanken gehabt. Polnische Flieger und Fliegerinnen dienten weiterhin in anderen Teilen der Welt, nicht nur in Europa, sondern auch in Nordafrika und Asien, bis zum D-Day und der Normandie und der endgültigen Niederlage des Dritten Reiches 1945. Polnische Bomberstaffeln führten bis zum Kriegsende Bombenangriffe durch. Die polnische Marine stellte während des gesamten Krieges eine große Gefahr für gegnerische Einheiten dar. Sie eskortierte Konvois, transportierte Truppen und führte Patrouillen durch. Es war der polnische Zerstörer Piorun, der schließlich das deutsche Schlachtschiff Bismarck während der Atlantikschlacht sichtete und angriff, bevor es am folgenden Tag schließlich von den alliierten Streitkräften versenkt wurde. Die polnische Marine und ihre Truppen waren in Narvik dabei, als die Alliierten um den strategischen Frachthafen in Norwegen kämpften und später bei der Invasion Italiens und am D-Day in der Normandie. Zwei polnische Armeen mit insgesamt über 300.000 Soldaten kämpften an der Seite der Roten Armee im Kampf gegen die Deutschen im Osten. Als die alliierte Rote Armee im April 1945 in Berlin einmarschierte, waren polnische Truppen unter ihnen und die weiß-rote polnische Flagge wehte über dem Zentrum Berlins und markierte den endgültigen Sieg. Dank der Bemühungen der Alliierten endeten der Krieg am 8. Mai 1945 und Polen war dabei. Und doch, als die Alliierten zusammenkamen, über die neue Weltordnung zu diskutieren und den Sieg über Nazi-Deutschland zu feiern, war Polen nicht dabei. Churchill, Roosevelt und Stalin entschieden, dass Polen unter sowjetischem Einfluss bleiben würde und der eiserne Vorhang trennte den Westen vom Osten für die nächsten 50 Jahre. Mit 6 Millionen polnischen Bürgern, die während des Krieges ums Leben kamen, darunter 3 Millionen polnische Juden, und über 1 Million polnischer Soldaten, die an allen Fronten kämpften, haben letztlich andere über Polens Schicksal entschieden. Erst nach 1989 wurde Polen wieder zu einem freien Land. Ich danke an den Leiter der kulturellen Projekte des Pileckiego Instituts, Marcin Jaworowicz, der diesen Film vorbereitet hat. Und jetzt geht es weiter mit dem Hauptteil der Debatte. Das ist eine große Ehre und Freude, unsere hochkarätigen Wissenschaftler, Teilnehmer der Diskussion vorzustellen. Professor Jochen Müller vertritt den Lehrstuhl Osteuropäische Geschichte an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und er ist unter anderem Autor des Titels Der Überfall Deutschlands Krieg gegen Polen und Einsatzgruppen in Polen, Darstellung und Dokumentation. Das ist mit Klaus-Michael Malmann und Jürgen Matthäus. Dr. Jacek Munarczyk, ein Historiker, seit 2011 ist er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Nikolaus-Kopernikus-Universität in Thorn beschäftigt, in Toruń. Er hat viele Bücher über Polen während des Zweiten Weltkriegs veröffentlicht, unter anderem Polen unter deutscher und sowjetischer Besatzung 1939-1945 als Herausgeber, Ost- und Südosteuropäer in der Waffen-SS, kulturelle Aspekte und historischer Kontext. Das ist als Herausgeber zusammen mit Franziska Zaug. Das gegenwärtige Projekt, eine Monographie zum Thema Treblinka, die Geschichte eines deutschen Vernichtungslagers im besetzten Polen.
Professor Alexandra Ricci, kanadisch-amerikanische Historikerin mit den Schwerpunkten Deutschland sowie Mittel- und Osteuropa und Verteidigungs- und Sicherheitsfragen. Sie ist die Autorin von Faust's Metropolis, A History of Berlin, das von American Publisher Weekly zu einem der 10 besten Bücher des Jahres gewählt wurde, und Warschau 1944, das den Newsweek Teresa-Torańska-Preis für das beste Sachbuch des Jahres 2014 und den Kazimierz-Moczarski-Preis für das beste Geschichtsbuch in Polen 2015 gewann. Sie ist Präsidentschaftsberaterin im National Second World War Museum New Orleans und Gouverneurin der St. Michael's University School in Victoria, Kanada. Sie ist Władysław Bartoszewski Lehrstuhlinhaberin und lehrt Geschichte und internationale Studien am Kollegium Civitas in Warschau. Das Problem Polens als vergessener Alliierte im Zweiten Weltkrieg betrifft viel mehr als nur die rein militärischen Angelegenheiten. Wenn Polen ein vergessener Alliierte ist, könnte man dann nicht auch kühn von einem vergessener Sieger des Zweiten Weltkriegs sprechen? Und jetzt möchte ich die Frage an Dr. Jacek Munarczyk stellen. Was sagen uns diese verschiedenen Paraden im Jahren 1945 und 1946 in den jeweiligen europäischen Hauptstädten? Wer hat 1945 gefeiert und was wurde gefeiert in London, in Moskau, in Warschau? Danke vielmals, Frau Radziejowska, für diese Frage. Bevor ich beantworte, möchte ich mich bei allen Organisatoren ganz herzlich für diese Einladung zu dieser Gesprächsrunde bedanken. Tatsächlich haben wir eine interessante Situation am Ende oder nach dem Ende des Krieges. Wir haben drei große Paraden in drei unterschiedlichen Hauptstädten. Die erste fand in Moskau auf dem Roten Platz noch im Jahre 1945 statt, am 24. Juni, also kurz nach dem Kriegsende. Und ich werde diese Paraden aus der polnischen Perspektive vielleicht betrachten. Diese Parade war eine riesengroße Demonstration der militärischen Stärke der Sowjetunion und der militärischen Überlegenheit über das Dritte Reich. Das hat ihren sehr bildlichen Ausdruck im Niederwerfen von 200 deutschen Militärbahnen auf diesem Roten Platz. Das war auch eigentlich die erste große Feier der Helden des großen Vaterländischen Krieges und der siegreichen Roten Armee. Aus der polnischen Perspektive war das insofern wichtig, dass die Polen daran teilgenommen haben. Nach Moskau wurden die Vertreter des polnischen kommunistischen Regierung und vor allem die Vertreter der polnischen Streitkräfte, die sich früher auf der sowjetischen Seite gekämpft hat, eingeladen. Das war keine große Repräsentation, das waren 30 Personen. Aber in dieser Parade ging es vor allem zu zeigen die Verbundenheit aus der Perspektive der polnischen Kommunisten an die Sowjetunion. Das ist erste Sache. Zweite Sache, die Waffenbrüderschaft mit der Sowjetunion und mit der Roten Armee. Und vor allem Verbundenheit, gemeinsame, auch ideologische Verbundenheit. Denn zu diesem Zeitpunkt, die polnischen Kommunisten waren in Polen noch nicht ganz etabliert. Ja, das heißt, am Ende des Krieges, alle feiern Sieg, aber in Polen findet Wechsel der politischen Ausrichtung. Polen aus einem
Land, der am Westen gebunden ist, wird auf einmal ein Land, der immer stärker kommunisiert wird und durch Stalin zum Stalin-Gefüge von allen Ländern dazu gerechnet wird. Also das ist diese erste Parade. Zweite Parade ist ein Jahr später in Warschau. Sie findet am 8. und 9. Mai 1946 in Warschau. Die Aussage dieser Parade ist genau die gleiche aus polnischer Perspektive. Das ist eine sehr interessante Parade, weil, wie gesagt, in dem Moment die Kommunisten sind noch vor den entscheidenden Wahlen, die 1947 in Polen stattfinden. Und eigentlich wollen unterzeichnen, die gleichen Tendenzen unterzeichnen. Also die wollen zeigen, dass sie sich dem Kommunismus verbunden fühlen und der Roten Armee und so weiter. Aber das ist eigentlich nur polnische Parade. Ja? Und erstaunlicherweise werden dort auch alle, zum Beispiel die Gefallenen aus allen Fronten des Zweiten Weltkriegs genannt, also auch die aus den Militärkräften, polnischen Streitkräften im Westen. Ja, die werden noch nicht ausgeblendet. Die sehr umstrittene aus polnischer Perspektive ist die letzte Parade, die am 8. Juni 1946 in London stattfindet. Das ist nämlich die Parade, die eigentlich ohne Polen stattgefunden hat. Und das ist ein sehr interessanter Aspekt, der zeigt, wie schwierig die internationale polnische Lage zu diesem Zeitpunkt war. Also wie wir alle im Film gesehen haben, Polen wurde zum sozusagen einen der größten Alliierten während des Zweiten Weltkriegs dazu gerechnet. Von den Zahlen her, die polnische Streitkräfte im Westen, das sind ungefähr am Ende des Krieges 240.000. Die polnische Streitkräfte im Osten, also die kommunistischen, das sind 290.000 Soldaten und alleine im Untergrund haben wir über 500.000 Menschen, ja, in Heimatarmee, in nationalen Streitkräften und in Bauernbataillon. Das heißt, militärisch gesehen, das ist ziemlich große Leistung seitens des polnischen Staates. Und trotzdem kommt es nicht dazu, dass irgendwelche Repräsentation von Polen auf dieser Parade erscheint. Es ist nicht so, dass die Polen ganz nicht eingeladen wurden. Die wurden eingeladen. Nur die Engländer, Premierminister Clement Attlee, hat die Einladung nach Warschau geschickt, zu der kommunistischen Machthaber, die eigentlich Teilnahme an diesem Parade zugesagt haben. Das war natürlich an die Anstellung Sowjetunion gebunden, also die letzte Zusicherung, aber zuerst haben sie zugesagt. Dann aber, als sie gehört haben, dass an der Parade auch Repräsentanten und Vertreter der polnischen Streitkräfte im Westen nicht als Einheiten, aber als Einzelne, es ging dabei vor allem um polnische Flieger, die sehr große Verdienste im Schlacht um England sich erworben haben, auch teilnehmen sollen, haben auf einmal abgesagt. Und polnische Flieger, die eingeladen wurden, einzeln mit ihren englischen Kollegen teilzunehmen, haben auch abgesagt, weil sie damit nicht einverstanden waren, an einer Parade teilzunehmen, wo der Rest der polnischen Streitkräfte nicht vertreten ist. Und das zeigt, wie schwierig war es für die westlichen Alliierten, wie mit Polen überhaupt zu diesem Zeitpunkt umzugehen. Ja. Eigentlich der Erste Weltkrieg ist begonnen worden, um
Poren zu befreien und als Stadt aufrechtzuerhalten. Leider während des Krieges, Polen wurde zwar vor deutscher Besatzung befreit, aber mit Händen und Bajonetten der Roten Armee, die ungern dieses Land aus ihren, sagen wir, Krallen loslassen wollte. Und das fand gerade in dieser Parade statt, den besten Ausdruck sozusagen. Vielleicht so viel von mir. Vielen Dank. So, jetzt die Frage an Professor Alexandra Ricci. Was sagt uns diese Parade in London? Ja, was können Sie über diesen vergessenen Sieger des Zweiten Weltkriegs sprechen aus dieser britischen Perspektive? Das ist sehr interessant und auch eine Schande, würde ich sagen. Jedes Land hat Siege im Zweiten Weltkrieg. Jedes Land hat Helden. Und auch jedes Land hat auch schlimme Seiten. Und ich würde sagen, das ist ein Tiefpunkt in der britischen Geschichte, denn die Polen hätten dabei sein müssen. Und unter Tony Blair wurde bei den Gedenkfeiern des Ende des Weltkrieges, war Polen ganz vorne dabei in der Parade. Das war eine Art späte Anerkennung. Aber wie es schon gesagt wurde, war die Situation sehr schwierig damals. Denn die Anerkennung wanderte von der polnischen Exilregierung in London zur sowjetisch anerkannten Regierung in und am Tag der Feierlichkeiten wurde ja, wie gesagt, wurde zuerst die Regierung in Polen angeschrieben und dass man da eine Abteilung schicken sollte, die eine Fahne trug. Aber man schrieb nicht spezifisch die Vertreter der polnischen Streitkräfte an, die in den westlichen Armeen gekämpft hatten. Man muss dabei daran denken, dass inzwischen die Regierung Attlee an der Macht war. Unter Churchill wäre das nicht passiert. Attlee jedoch wollte sich jedoch unbedingt mit Stalin gutstellen, die Verbindung aufrechterhalten. Was nicht so bekannt ist, ist, dass Churchill viele aus der Royal Air Force und viele Parlamentsmitglieder protestiert haben dagegen, dass die Polen nicht dabei waren. Sie haben das als Affront gesehen gegenüber dem polnischen Kriegsbeitrag und auch eine Konzession den Kommunisten gegenüber. Das heißt, es gab eine kontroverse Diskussion in London. Manche waren freundlich gegenüber Stalin, manche nicht. Und als Konzession wurden dann diese Piloten einzeln eingeladen, teilzunehmen. Das heißt, dann hat der Außenminister auch dem Stabsleiter General Kapanski geschickt, aber weil nicht das ganze polnische Kontingent eingeladen wurde, haben dann auch die einzeln eingeladenen Personen abgelehnt. Winston Churchill hat als Oppositionsführer damals gesagt, im Parlament, dass die polnischen Truppen, die mit uns auf so vielen Schlachtfeldern gekämpft haben, die ihr Blut vergossen haben, jetzt nicht bei der Siegesparade dabei sein dürfen. Und er war sehr aufgebracht darüber. Aber das zeigt, wie ich schon sagte, die komplexe Situation, der Kalte Krieg bahnte sich schon an und die Politik wurde schwierig. Und die Vertreter der Regierung Attlee wollten sich mit Stalin irgendwie einigen. Und es gab auch viele Mitglieder der Labour-Regierung nach dem Krieg, die sehr pro-sowjetisch eingestellt waren. Vielen Dank. Professor Jochen Böhler, was bedeutete das Ende des Krieges für Deutschland? Wie wurde darüber diskutiert im Kontext der, um mit Weizsäcker zu sprechen, Befreiung vom Nationalsozialismus? Also erstmal auch von mir ein Hallo in die Runde und vielen Dank für die Einladung zur Teilnahme an dieser Diskussion. Professor bin ich nicht.
Aber trotzdem habe ich mich mit polnischer Geschichte und mit der Geschichte des Zweiten Weltkriegs in den vergangenen Jahren viel beschäftigt. Und wir haben jetzt die Runde gestartet mit den Siegesfeiern. Da finden sich die Deutschen natürlich nicht, sondern die Deutschen sind natürlich auf der anderen Seite und betrachten jetzt mit, darf man annehmen, mit Angst und mit Bangen, was jetzt nach dieser totalen Niederlage eigentlich passiert. Man sieht natürlich das Kriegsende jetzt nicht, wie das später vom Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker in seiner berühmten Rede Mitte der 80er Jahre formuliert wurde, wie wir das in der Rückschau sehen, mit unserem Abstand und mit unserer auch historischen Einordnung des Dritten Reiches und seiner Verbrechen. Also die Menschen, die damals 1945 in Deutschland den Sieg der Alliierten und damit auch die Niederlage der Deutschen erlebten, haben das natürlich erstmal als eine schlimme Niederlage empfunden. Ausgenommen selbstverständlich diejenigen, die unter dem Dritten Reich auch innerhalb Deutschlands gelitten haben und für die das eben auch aus den Konzentrationslagern und anderen aus Gestapo-Zellen und so weiter eine Befreiung war. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass das Dritte Reich eben auch getragen wurde von der deutschen Bevölkerung und das waren nun mal die Verlierer des Zweiten Weltkrieges. Und als solcher hat man sich in Deutschland auch natürlich auch selbst auch im geteilten Deutschland gesehen. Und also es ist immer schwierig zu sagen, wie hat sich ein Land, eine Bevölkerung gefühlt. Das muss man natürlich auch nochmal, das ist schwierig statistisch zu fassen. Aber es ist klar, dass es in Deutschland unmittelbar nach dem Kriegsende in dem öffentlichen Diskurs vorherrschende Erzählung gab, in der eben die Alliierten nun mal gewonnen haben. Die Alliierten, und da kommen die Polen auch nicht vor, weil von der deutschen Seite interessieren die Alliierten, die tatsächlich im Land stark sind und was zu sagen haben. Also da ist natürlich die wichtige Frage für die Menschen im Alltag, sind wir jetzt auf der Seite, wo die Westalliierten sind, oder sind wir auf der von den Sowjetstreitkräften besetzten Seite, das erstmal überhaupt als praktische Frage des Lebens und wie das Leben auch in die Zukunft gestaltet sein wird. Man mal ja weiß ja, dass die Alliierten dort in West und Ost für verschiedene globale Modelle stehen und hat natürlich dazu auch seine eigene Meinung. Aber dann auch natürlich mit den alliierten Kriegsverbrecherprozessen in Nürnberg auch eine starke Erzählung in Deutschland, die sagt, ja, diejenigen, die den Krieg jetzt gewonnen haben, die können uns natürlich auch den Sieg diktieren und die machen jetzt auch uns zu Verbrechern und wir haben da nicht viel zu melden. Also das Verhältnis natürlich Deutschlands unmittelbar nach 1945 zu den Alliierten ist erstmal natürlich eins auf Gegensatz. Und es überrascht natürlich nicht, dass da jetzt Polen auch jetzt keine große Rolle spielt. Diese Verdienste der polnischen Streitkräfte auf Seiten der Alliierten im Westen und im Osten sind aus historischer Sicht völlig unbestritten. Sie sind aber genauso gut aus deiner Sicht der Wahrnehmung in Deutschland so gut wie nicht bekannt. Das ist zumindest auch heute noch meine Auffassung, wenn ich mit, egal wo das Thema einmal darauf kommt, außerhalb des Kreises, ich würde mal sagen, von Militärhistorikern, die sich mit Schlachten des Zweiten Weltkrieges beschäftigen. Und das ist in Deutschland, nach dem Zweiten Weltkrieg ist das Interesse an Militärgeschichte sehr zurückgegangen. Das ist anders als in anderen Ländern, in England oder Polen oder auch in Russland, weiß ich aus Gesprächen mit Historikerkollegen, dass dort auch außerhalb der Historikerzunft ein großes Interesse auch an eben dem Verlauf von Schlachten und der Beteiligung von einzelnen Staaten an solchen Schlachten sehr populär ist. Das sieht man auch an der Anzahl der Veröffentlichungen. Aber in Deutschland, also zumindest im Westen, wo ich aufgewachsen bin, da spielte das keine Rolle mehr. Da spielte Militärgeschichte eine ganz lange Zeit eine totale Nebenrolle. Das hat sich auch nicht sehr viel geändert nach meiner Wahrnehmung. Obwohl es zumindest auch an den Lehrstühlen wieder zurückgekehrt ist. Das ist auch eine gute Sache. Aber auch, was ich auch interessant fand, was Markus Meckel einleitend gesagt hat, ist, dass auch in der DDR, in der Erinnerung
und in der, wie an den Alliierten, an den Beitrag der Alliierten, den jeweiligen zur Beendigung des Krieges gedacht wurde, dass die polnischen nationalen Streitkräfte, also diejenigen, die im Land selber die Heimatarmee, die Heimatarmee damit, das nicht verwechseln, dass das auch in der DDR keine Rolle gespielt hat, aus ideologischen Gründen, fand ich jetzt auch nochmal interessant. Also letztendlich muss man sagen, dass in der deutschen Erinnerung, soweit ich das überschauen kann, Polen als Alliierter tatsächlich für sehr viele diese Sichtweise eine Überraschung ist, obwohl sie, ich denke, das haben auch die bisherigen Beiträge und auch der Film deutlich gezeigt, mit völligem Recht so dargestellt werden können. Vielen Dank. Vielen Dank. Lässt sich das heutige politische Problem mit Polen nicht darauf zurückführen, dass es schwierig wäre, der Gruppe der Opfer zuzurechnen und zur Gruppe der Sieger noch schwieriger? Und jetzt möchte ich noch zurück die Frage an Professor Ricci stellen und an Jacek Munarczyk auch. So, Andrzej Bobkowski bescheinigte in seinen Federskizzen, Andrzej Bobkowski, der polnische Schriftsteller, bescheinigte den Teilnehmer des Warschauer Aufstands ein Übermaß an Heldenmut. Kann man sagen, dass die Nichterinnerung an den militärischen Beitrag Polens darauf zurückgeht, dass hier zu sehr diese axiologische Sphäre, Werte und Ethos betont wurde, statt mit harten politischen Fakten zu argumentieren? Aleksandra Ricci. Oh, I think that when you're looking specifically at the... Ich glaube, wenn man jetzt auf die Entscheidung schaut, den Aufstand zu machen, als er dann stattgefunden hat. Da gibt es viel Kritik dazu. Wenn man aber auf den polnischen Beitrag insgesamt schaut am Zweiten Weltkrieg und dessen Bedeutung, würde ich sagen, dass man sich nicht zu sie festfahren sollte in diesem militärischen Desaster. Wenn man einmal den gesamten polnischen Beitrag schaut und die Werte, die die Polen vertreten haben, das war außergewöhnlich. Man sollte sich vielleicht nicht so sehr auf den Warschauer Aufstand konzentrieren, sondern eher auf die Entscheidung der Polen, die Marine ins Vereinigte Königreich zu bringen, eine Untergrundorganisation aufzubauen, die es in Europa kein zweites Mal gab. Es war unglaublich, was auch Zivilisten im Untergrund vollbracht haben. Und auch die wichtigen Informationen, die gesammelt wurden. Vieles wurde ja im Film gesagt, also der Enigma-Code, der geknackt wurde, Jan Korski und so weiter. Das war außergewöhnlich, was die Polen geschafft haben. Und ich habe viele Bekannte, die zusammen mit Polen gekämpft haben. Mein Großvater und mein Großonkel sind am Strand in der Normandie gelandet und haben mit den Polen zusammen gekämpft. Und der Vater meines Schuldirektors hat mit Polen von SOE in Norwegen gekämpft. Und sie waren begeistert von den Polen. Sie haben sie gesehen als wahnsinnig tapfere Kämpfer und ganz herausragende Persönlichkeiten. Ich glaube also, dass man da sehr vorsichtig sein muss und nicht nur auf ein Ereignis schauen, das als Tragödie geendet ist, aus verschiedenen Gründen, sondern dass man sich eher auf die anderen Beiträge konzentrieren sollte. Sei es jetzt Monte Cassino, Nordafrika, die Befreiung Berlins. Man kann auf jede Front schauen und man findet Polen, die mitkämpfen. Vielen Dank, Dr. Jacek Munarczyk. Kannst du Thank you very much. Dr. Jacek Munarczyk. Kannst du das Could you please? Natürlich. Im Kampf
im Krieg geht es vordergründig nicht um Tapferkeit, Heldenmut oder Feigheit. Es geht um Umsetzung der politischen Ziele. In anderen Mitteln. Im Fall, wir haben hier Warschauer Aufstand angesprochen. Warschauer Aufstand war Entschluss, ein militärischer Entschluss, der durchaus Sinn machen könnte in damaliger Situation. Wir sind gewöhnt, die Auswirkungen des Warschauer Aufstands aus heutiger Perspektive einzuschätzen. Und da sagen wir vor der großen militärischen Niederlage, wir sprechen von Toten, die Anzahl von Toten in Warschau war überdimensional groß, fast 160.000, darunter die meisten Zivilbevölkerung, 600.000 wurde unmittelbar danach aus der polnischen Hauptstadt, die in dem Moment keine mehr war, ausgetrieben, Warschau wurde komplett zerstört. Ja. Aber im Moment des Ausbruchs konnte keiner das wissen. Ja. Die Vorzeichen, das Vordringen der Roten Armee fast bis zu Weichsel, an, vielleicht nicht bis zu Weichsel, aber an die Vorstädte von Warschau, ließen hoffen, dass man durch gezielte militärische Operation am linken Ufer der Kern von Warschau erobert und dann als derjenige, als Sieger, als derjenige, der gewonnen hat, das an die Rote Armee übergibt. Ja? Der Warschauer Aufstand war höchstens auf 10 Tage geplant. Ja? Der hat über 2 Monate gedauert. Ja, das ist, darum ging es nicht um Heldenmut. Ja, darum ging es um Umsetzung politischer Ziele, die leider nicht gelungen sind. Das war auch ein Teil einer größeren Operation, Plan Buja, also Plan Gewitter, könnte man das übersetzen, auf Deutschland, auf Deutsch. Der gesamte Plan sah so aus, dass man einfach vor der anrückenden Rote Armee versuchte, verschiedene Gebiete, verschiedene Städte, verschiedene Ortschaften zu befreien und sie dann an die sowjetische Streitkräfte als polnisch überzugeben, um Zeichen zu setzen, dass man dort präsent ist, dass man dort um eigene Freiheit aufkämpft. Ja. Sie haben damit angefangen, von politischen Problemen mit Polen zu sprechen und wieso man davon so wenig weiß und dass es schwierig ist, Polen zur Gruppe der Opfer zu rechnen. Damit habe ich ein Problem. Also es ist kontrafaktisch. Polen ist einer der größten Opfer des Zweiten Weltkriegs. 5,5 Millionen Menschen, darunter 3 Millionen polnische Juden, überwiegend Zivilbevölkerung, überall, ja, zig zerbombte und zerschossene Städte in Trümmern gewandelt, komplette Ausraubung der Kulturgüter und so weiter, Archiven sind 90% zu 80% und so weiter. Also Polen ist einer der größten Opfer. Natürlich, dass es nicht, sollte nicht in Konkurrenz zu anderen Opfern gestellt werden, das sollte natürlich auch nicht in Konkurrenz zum Holocaust gestellt werden, das außergewöhnlich im Zweiten Weltkrieg sogar in diesem Grauen ist. Aber Polen ist einer der größten Opfer des Zweiten Weltkriegs. Andere Perspektive, ob es Sieger ist. Na, in dem Sinne, dass die Besatzung beendet wurde, einer zumindest. Ja, also die deutsche Besatzung wurde letztendlich beendet. Ja. Aber diese Befreiung hat mit sich der Wechsel der politischen Ausrichtung in Polen mit sich gebracht. Ja. Polen wurde auf einmal kommunistisch.
Ja, und das ist wiederum eine Tatsache, die sehr schwierig aus polnischer Perspektive, aus großer Sicht deuten werden kann. Das ist kein Sieg, das ist eine riesengroße Niederlage. Das ist für mich eine der größten Niederlagen, polnischen Niederlagen im Zweiten Weltkrieg, dass wir nicht geschafft haben, Eigenständigkeit zu bewahren. Ja, dass wir eigentlich zwanggepresst wurden auf die aus polnischer Perspektive falsche Seite des anderen Vorhangs. Ja, vielleicht soweit. Dankeschön. Ich möchte zurück zu dieser deutschen Perspektive kommen. Und Jochen, du hast gesagt, dass es keine Erinnerung an den polnischen Untergrundstaat, an den polnischen Soldaten gibt. Könnte man vielleicht behaupten, dass dieser Kampf gegen zwei totalitäre Regime in einem zu viel mündeten, einem zu viel an Opfern, Heroismus und Pathos. Das ist vielleicht ein Grund, warum in Deutschland diese keine Erinnerung gibt. Na, ich denke, in Deutschland gibt es keine richtige Erinnerung daran. Das kann man eigentlich relativ klar erklären. Also warum es keine richtige Überlieferung gibt für den polnischen Beitrag im Kampf auf Seiten der Alliierten. Also ich fand das ganz bezeichnend, was Professor Ritchie gesagt hat, dass es in der angelsächsischen Welt auch schon direkt nach 1945 auch empörte Reaktionen darauf gab, dass an Polen nicht erinnert wurde, weil die eben als Kameraden auf der Seite der Briten und auch auf anderen Seiten, wie wir ja gehört haben, mitgekämpft haben. Also wer überhaupt in Deutschland jetzt von der deutschen Bevölkerung selber hätte über den polnischen Kriegsbeitrag etwas sagen können, wären natürlich deutsche Soldaten gewesen, die als Gegner dem Polen gegenüberstanden und so auch die Polen auch eben als Kämpfer kennengelernt hätten. Und es hätte ja auch nach soldatischem, sagen wir mal, wenn man jetzt mal von den nationalsozialistischen Ideologie ausblendet, sondern von der reinen, sagen wir mal, es gibt ja eine gewisse soldatischen, sagen wir mal, Ethos, wonach auch dem kämpfenden Gegner Respekt gezollt wird. Aber solche Erzählungen über Kriegsteilnahme von Seiten von deutschen Soldaten hat es in der deutschen Nachkriegszeit ja außerhalb des engsten Kreises der Familie kaum gegeben und auch innerhalb der Familie, wie wir wissen, auch nicht. Also es ist sehr, sehr wenig über den Krieg erzählt worden. Also es ist schwierig, die deutsche Seite hier in dieser Diskussion zu vertreten, in einem Fall, wo ich eigentlich die ganze Zeit erklären muss, warum wir eigentlich so wenig darüber wissen. Ja? Das wäre jetzt auch noch eine zusätzliche Erklärung. Das eine, was ich eben sagte, die Abwendung von der Militärgeschichte überhaupt, dann auch die Tatsache, dass man eben auf der Seite der Verlierer war und deswegen eine völlig andere Sicht auf den einzelnen Kriegsbeiträge der Alliierten hatte und auch eine andere Interessenlage. Das, was ich wichtig finde, wir haben jetzt eben über zwei Dinge gesprochen und jetzt mal, wenn ich mal aus meiner Sicht als deutscher Historiker noch mal davon weggehe und wir noch mal über den Beitrag der Polen selber sprechen, jetzt mal abgesehen davon, wie viel man davon in Deutschland weiß oder nicht. Professor Ritchie hat gesagt, dass es wichtig ist, nicht nur auf den Warschauer Aufstand zu schauen. Dr. Mlynarczyk-Jacek hat gesagt, dass es aber auch wichtig ist, zu schauen, wie der eben verlaufen ist. Das ist völlig richtig. Ich finde, ein Punkt wäre nochmal wichtig, hier auch Zuhörern an dieser Diskussion auch nochmal klarzumachen. Wenn wir von kämpfenden Polen, von polnischen Soldaten sprechen, also wenn ich mir ein Bild mache von diesem Warschauer Aufstand, wenn ich mich frage, was der jetzt für mich aus meiner Einschätzung bedeutet, dann ist für mich das Erstaunlichste daran, das ist ja eigentlich der Höhepunkt eines Kampfes von Polen im eigenen besetzten Land. Und ich glaube, und das ist eine Streitkraft, eine sehr, sehr große Streitmacht im deutsch besetzten Polen, die schon seit vielen Jahren den Aufstand gegen die Deutschen vorbereitet, auch gegen die Deutschen kämpft. Das ist also eine polnische Armee im deutsch besetzten Land. Und das finde ich auch für die Geschichte auch ganz außergewöhnlich und das finde ich auch immer so, so schade, dass darüber außerhalb Polens so wenig, aus den genannten Gründen, so wenig bekannt ist.
Und ein letzter Punkt, der auch schon in der Frage angeklungen ist vorher, warum das auch so wichtig ist, an so etwas zu erinnern. Und die Frage, wie man jetzt eigentlich Polen betrachtet, ob jetzt als Opfer oder als Täter. Ich glaube, niemand würde hier in der Runde in Frage stellen, dass Polen eines der Länder sind, die am meisten unter der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg gelitten haben. Es geht eher um einen anderen Punkt, nämlich dass die Fortexistenz von polnischer Staatlichkeit in der Rückschau wahrscheinlich auch wegen des Ausgangs eben des Kalten Krieges und wo Polen dann einfach als eigener Akteur ziemlich ausgebotet wurde, wie wir ja gesehen haben, aber dass die eigentliche Leistung doch darin besteht, dass eine polnische Regierung weiter existiert hat, dass es polnische Staatlichkeit weitergegeben hat in Form einer Exilregierung in London und in Form von Streitkräften, die sowohl im Westen als auch im Osten als auch im besetzten Land gekämpft haben. Und die Tragik besteht darin, dass die das bis zum letzten Moment gemacht haben, also buchstäblich, der Warschauer Aufstand endet ja Ende 1944 und trotzdem dann Anfang 1945 bei den Siegesfeiern nicht dabei sind. Danke, das war sehr spannend. Und ich möchte weitergehen. So, der Einsatz von offiziellen Streitkräften geschieht immer im Namen eines bestimmten Staats. Ja? So, nun ist unser Thema heute unter anderem diese Nichtanerkennung des militärischen Beitrags Polens zum Sieg über das Dritte Reich. Kann es also sein, dass in den dominierenden geschichtlichen Narrativen Polen als Menschen, Zivilisten, als Gesellschaft, aber nicht als offizielle Vertreter eines existierenden Staats wahrgenommen werden. Und dass dadurch Polens Rolle nicht wertgeschätzt wird. So, das ist die Frage. Jochen, vielleicht möchtest du antworten als Erster. Es würde Sinn machen, wenn ich darauf antworte, weil du damit genau das aufgegriffen hast, was ich sowieso mit meinem vorherigen Beitrag sagen wollte. Also ich finde, ich bin Markus Meckel sehr dankbar, dass er dieses Thema diese Idee hatte, diese Debatte hier zu organisieren, dass von ihm kam, diese Initiative. Das ist ein sehr wichtiges Thema und als wir uns dann vorbereitend mit diesem Thema beschäftigt haben, ich glaube, da ist auch uns nochmal klarer geworden, dass tatsächlich die Existenz, die Fortexistenz der polnischen Staatlichkeit in London und nicht nur eine Staatlichkeit auf dem Papier, wo man halt diplomatische Noten und Proteste einreicht, sondern die tatsächlich etwas bewirkt oder hätte bewirken können, wenn die Alliierten das mehr zugelassen hätten. Ich spreche zum Beispiel von den Nachrichten über die Ermordung der Juden im besetzten Polen. Die kamen über die polnische Heimatarmee an die polnische Exilregierung in London und wurden dort den Westalliierten weitergegeben. Das heißt, das Wissen um den Holocaust kam sehr früh und eben auch durch einen maßgeblichen Beitrag des polnischen Untergrundes als bewaffneter Arm der polnischen offiziellen polnischen Regierung, Exilregierung in London, kamen in den Westen. Das ist ein enorm wichtiger Beitrag gewesen. Auch der hat da aber war nicht gleich nochmal Rede. Hat nicht dazu geführt, was eigentlich beabsichtigt war, was auch tragisch ist. Aber was ich damit nochmal sagen will, ist ja, Hanja, auf jeden Fall. Es ist enorm wichtig, nochmal zu unterstreichen, dass das nicht nur ein symbolischer Beitrag war, dass es einer enormen Anstrengung und eines enormen Widerstandsgeistes bedurft hat, diese polnische Staatlichkeit außerhalb des Landes und innerhalb des Landes aufrechtzuerhalten und auch dafür tatsächlich zu kämpfen. Und ich denke schon, das ist aber jetzt meine persönliche Einschätzung, ich kann das jetzt nicht wissenschaftlich untermauern, aber ich glaube schon, dass die Frage einer polnischen Staatlichkeit, dass das auch im zum Beispiel deutsch-polnischen Verhältnis oft ein Problem ist, dass Polen als gleichberechtigter Partner, als Staat in Europa manchmal doch ein bisschen unterschätzt wird. Das hat auch historische Gründe, dass Polen auch im 19. Jahrhundert völlig von der Landkarte getilgt worden war, dass es dann nach dem Ersten Weltkrieg, als Polen wieder erstanden war, in Deutschland so ein Narrativ gab, das sei ja nur ein Saisonstaat, der sowieso keine Zukunft habe. Die Polen könnten nicht wirklich organisieren oder einen Staat lenken. Das sind alles Vorurteile, die noch weiter zurückgehen als die Teilungszeit.
Ich glaube schon, dass das auch mitwirkt bei dieser Einschätzung der Rolle der Polen auf der Seite der Alliierten. Und deswegen finde ich, dass es wichtig ist zu unterstreichen, dass es eine enorme Leistung Polens war, trotz dieser furchtbaren Besatzung im Zweiten Weltkrieg sowohl eine Regierung aufrechtzuerhalten, als auch Streitkräfte im Land und außerhalb des Landes zu organisieren, die ganz aktiv und massiv an diesen Kämpfen gegen Deutschland teilgenommen haben. Danke. Jochen hat gesagt, dass Polen vor dem Krieg weitläufig als Saisonstadt bezeichnet wurde. Alexandra Ricci, hat dies Churchill und Roosevelts Herangehensweisen beeinflusst? Well, I think it's very difficult to compare. Ich glaube, das ist schwer, einen Vergleich zu ziehen zwischen den historischen deutschen Sichten auf Polen und der westlichen Alliierten. Deutschland hat so eine lange Geschichte mit Polen. Bismarck, die 123 Jahre der polnischen Teilung, das lag im Eigeninteresse Deutschlands gewissermaßen, die Polen als unterlegene Nation zu sehen. Und das passte auch gut zu Hitlers Ideologie. Die westlichen Alliierten hatten eine andere Sicht. Die Polen, die als Waffenbrüder mit ihnen kämpften, vor allem in der britischen Armee unter dem britischen Oberkommando. Natürlich haben sie auch mit den Amerikanern kooperiert. Sie wurden sehr respektvoll behandelt. Es waren viele tausende Männer in Uniform, die unter britischem Kommando standen. Und ich spreche hier als Kanadierin. Wir haben 1,2 Millionen Männer und Frauen in Uniform gehabt im Zweiten Weltkrieg. Wir sind auch ein kleineres Land, dessen Beitrag zum Zweiten Weltkrieg oft vergessen wird. Und ja, die Kanadier, die Polen, niemand spricht über den ungleichen Mut der Kanadier in den verschiedenen Schlachten. Das ist aber hier nicht relevant. Für den polnischen Fall ist es nicht relevant, dass die Streitkräfte mutig gekämpft haben und unter dem britischen Oberkommando standen. Wichtig ist, dass die Polen politisch sozusagen verraten wurde. Diese Männer und Frauen, die in der Andersarmee gekämpft haben und in den anderen Armeen, dass sie dann als Exilanten in Großbritannien gelandet sind und wegen Teheran, wegen Jalta und der Tatsachen am Ende des Krieges, da war es eine politische Abwägung, die dazu geführt hat, dass die Polen als Bürger zweiter Klasse behandelt wurden. Aber während des Krieges selbst konnten sie jeden Soldaten fragen, der neben Polen gekämpft hat. Und man bekam zu hören, wie tapfer sie waren, wie engagiert, wie ehrenhaft. Das heißt, es geht hier nicht darum, dass damals, als sie in Uniform kämpften, die Polen als unterlegen betrachtet wurden. Das Problem kam und entstand dann einfach aus den politischen Realitäten, Stalin und der Konflikt mit den westlichen Alliierten, Teheran, Jalta, die Rote Armee, die dann Polen besetzt hatte und die Lublin-Regierung einsetzte 1944. Danke. Jacek Munarczyk, hat diese Marke Polens den Einfluss auf heutige Erinnerungskultur? Ich meine auch dieses vorkriegliche Problem, ja, Polen als Saisonstaat, ja, und diese Differenzierung zwischen Polen als Staat und Polen als Gesellschaft, wie wir jetzt dies wahrnehmen. Natürlich, in gewisser Sinne hat das eine Bedeutung. Also während des Krieges Polen verfügte tatsächlich über keine eigenständige Staatlichkeit. In dem Moment, sie wurde unter doppelten Besatzung zuerst, dann unter der deutschen Besatzung, hat tapfer gekämpft, aber von Anfang an
konnte alle seine politischen Ziele nicht umsetzen. Ja. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist Polen hinter dem einzelnen Vorhang verschwunden. Sie stand auf der falschen politischen Seite, sozusagen aus der westlichen Perspektive. Und erst nach der Wende kam sozusagen, oder nach wie vor versucht zurückzukommen, inmitten von Europa liegend, zurück nach Europa. Ja. Natürlich ist es so, wie Alexandra Ricci hier gesagt hat, dass eine große Waffenbruderschaft zwischen polnischen Soldaten und alliierten Soldaten herrschte und auch gegenseitige Wertschätzung. Das hat sich aber nicht auf politische Entscheidungen ausgewirkt in sehr großem Maße. Polen, große Frage ist, ob Polen was anderes machen könnte. Also Polen hat alles gemacht, was sie in dieser Situation, in dieser Lage machen konnte. Einerseits im besetzten Land hat sie zuerst zwischen zwei übermächtigen Feinde gekämpft, wie sie nur konnte. Später baute sie polnische Untergrundstadt auf, versuchte nachhinein die Rote Armee, die auf einmal zu einem Alliierten wurde, zum Sieg zu verhelfen. Aus der Perspektive der Alliierten, ich weiß nicht, ob Polen Saisonstaat war. Also schon nach dem Ersten Weltkrieg hat man alles unternommen, damit Polen wieder ersteht und als Staat sich in neuen Europa etablieren kann. Vielleicht Saisonstadt in diesem Sinne, dass man nicht sehr bedacht war auf Aufrechterhaltung der polnischen Grenzen. Ja? Schon in diesem polnisch-britischen Bündnisabkommen aus dem September 1939 wurde gesagt, dass nur die Westgrenze garantiert wird durch die Briten. Auch geheimen Abkommen hat man dann deutlich gesagt, dass gegenüber von feindlichen Übergriffen seitens Deutschland, von Ostdeutschland. Ja. Als in London, nach London, die polnische Exilregierung kam, schon in ersten Gesprächen 1940 wurde den Polen gesagt, dass man keinen Krieg führen wird wegen polnischer Ostgrenze. Ja. Ja. Polen hatte, so wie Johann Buller es gesagt hat, diese polnische Exilregierung, die eine sehr wichtige Funktion hatte, weil dadurch die staatlichen Institutionen aufrechterhalten wurden. Aber diese Exilregierung war unter ständigem Druck, sich irgendwie mit Sowjetunion zu einigen, was bedeutete, seitens natürlich westlichen Alliierten, was bedeutete, dass Polen eigentlich die Ostgrenzen, die Annexion von sondern über der Hälfte des Gebietes anerkennen sollte. Ja? Und später natürlich riesengroße Ausstrengung, militärische Ausstrengung, war für die Westalliierten der entscheidende Faktor, um Nachkriegsexistenz Polens als Stadt zu kämpfen. Aber sie waren nicht dazu bereit, sich mit Sowjetrussland, mit Sowjetunion einzulegen, um Polen exakt in dem gleichen Gestaltung auf die politische Karte von Europa wieder zu zeichnen. Und deswegen diese einerseits Überlegungen Westverschiebung Polens, andererseits Festlegung an der Kherson-Linie.
in Jalta-Konferenz. Das alles resultierte daraus, dass Polen auf der Karte sein sollte und man nicht so großen Wert dann auf die Tatsache, wie Polen auf diese neue Karte gezeichnet wird. Also, ob es komplett freies Land sein wird, man versuchte das im Jalta durchzuboxen gegenüber Stalin, aber der hatte in dem Moment bessere Karten in der Hand. Und später durch seine Politik, die er im, schon auf dem polnischen Gebiet, Politik der Fakten einfach, Polen kommunisierte. Ja. Und eigentlich aus dieser Perspektive, dass das Polen auf einmal kommunistisch wurde und aus dem westlichen alliierten Lager auf einmal während des Kalten Krieges sozusagen gezwungenermaßen die Seiten gewechselt hat, kann man erklären, wieso sie so als schwierige Alliierte oder periphere Alliierte eingesehen wird, also nicht so bedeutende Alliierte. Sie konnte auch als kommunistische Stadt keine eigene Erinnerung aufrechtzuerhalten, sondern musste sich auf der kommunistischen Überlieferung stützen und konnte auch eigene Geschichte, eigenes Narrativ nicht erzählen, sehr viele Jahrzehnte lang, also fast ein halbes Jahrhundert. Ja. Deswegen eigentlich in diesen gleichen historischen Debatten war sie präsent, aber der breiten Bevölkerung weniger. Deswegen erst jetzt kommen sie wieder in diese Erinnerung, europäische Erinnerung, vielleicht zurück und muss sich einfach anstrengen, noch mehr als bis jetzt eigene Geschichte zu erzählen. Vielleicht so viel. Danke. Herr Markus Meckel, Sie möchten das kommentieren. Ja, gerne. Ich möchte noch ein paar Bemerkungen dazu machen und bin sehr dankbar für diese Diskussion, die wir haben konnten, weil ja auch viele neue Erkenntnisse, glaube ich, für jeden, der so nicht tief im Thema steckt, benannt worden sind. Natürlich war das vielleicht vorhin ein Missverständnis, wenn ich sagte, ich möchte das Polen nicht nur als Opfer, denn das ist völlig klar. Und als solches ist Polen in Deutschland sehr bewusst und anerkannt, dass es eines der großen Völker ist, die Furchtbarstes von Deutschland erlitten haben. Aber Polen ist eben nicht nur Opfer, sondern auch Befreier. Und diese Dimension kennt man in Deutschland nicht. Und das war heute Thema. Und ich glaube, das müsste auch in der Erinnerungskultur stärker verankert werden. Ich hatte vorgeschlagen, dass bei den Feierlichkeiten auch Polen mit den Alliierten, den offiziellen Alliierten eingeladen wird. Denn Stalin hat nun mal verhindert, dass Polen in dieser Weise anerkannt wurde. Frankreich war in Potsdam beim Abkommen auch nicht dabei, wurde aber von den westlichen Alliierten einbezogen. Polen konnte es nicht. Es lag geografisch nun mal einfach falsch und unser heutiges Bild ist noch ganz stark durchaus von Bildern des Kalten Krieges geprägt. Ich denke, wir sollten uns darüber Gedanken machen, wie man heute diese stärker ins Bewusstsein rufen kann. Und da möchte ich an einen Vorschlag erinnern, den ich schon vor Jahren gemacht habe, weil wir in Berlin ein Denkmal haben, das von den beiden kommunistischen Ländern, DDR und Volksrepublik Polen, errichtet worden ist. Es ist ein völlig verlogenes Denkmal in seiner aktuellen Botschaft, aber es hat einen wunderbaren Spruch, und zwar der des Hambacher Festes, in der damals die Polen nach dem Aufstand in Polen im 19. Jahrhundert begeistert empfangen worden sind und wo es hieß, für eure und für unsere Freiheit. Es ist für mich heute erstaunlich, dass die beiden kommunistischen Länder dieses Motto aufgenommen haben. Aber das ist das Einzige, was man von diesem Denkmal jetzt behalten sollte. Und den Ort, denn irgendwie kann man es nicht nur verrotten lassen. Mein Vorschlag ist, lasst uns doch
diesen Anteil Polens an der deutschen Freiheits- und Demokratiegeschichte. Und da gehört natürlich besonders dieses Mitbefreiertsein, Mitalliiertersein dazu, aber eben auch Solidarność, um auch darauf hinzuweisen und die ganz zentrale Rolle Polens in den 80er Jahren und im Jahr 1989, 90. Lasst uns doch dieses Denkmal nutzen, neu gestalten und eine Freiluftausstellung machen, dass diesem Anteil Polens an der deutschen Freiheits- und Demokratiegeschichte Kenntnis gibt und gleichzeitig würdigt und damit ein großes Dankeschön ist gegenüber der polnischen Nation, die uns eben mit Freiheit gebracht haben und die uns dann nach dem und zum Ende des Kalten Krieges mitgeholfen haben, dass wir gemeinsam Freiheit und Demokratie erringen konnten. Und das, denke ich, ist eine gemeinsame Aufgabe, die auch heute noch bleibt. Danke, das ist wirklich eine schöne Idee. Und vielleicht, ich möchte, wir haben jetzt auch Zeit für die Fragen aus Publikum. Und Sie können klicken unten auf Q&A bzw. Fragen und Antworten. Schreiben Sie bitte die Fragen. Man kann die Fragen auf Deutsch, auf Polnisch und auf Englisch stellen. Und wenn wir auf diese Fragen warten, ja, ich möchte noch vielleicht diese letzte Frage stellen. Was kann man aus dieser Geschichte lernen? Ich meine, heute, wir haben jetzt über diese heutige Erinnerungskultur viel gesprochen. Und kann Polens Schicksal als der vergessene Alliierte Europas eine Mahnung der Geschichte für das heutige Europa darstellen? Markus Meckel? Also ich würde nicht von Mahnung reden, sondern ich würde von der Öffnung des Blickes reden, dass wir stärker differenzieren, dass wir genauer hinschauen, dass wir die verschiedenen Akteure in ihrem speziellen Handeln oder auch Erleiden zum Thema machen, dass wir die verschiedensten Opfergruppen, die oft vergessen sind, mit ins Bewusstsein holen. Der Vernichtungskrieg im Osten, die Besatzungszeit, all darüber weiß man in Deutschland kaum etwas. Und zwar nicht nur in Polen, sondern auch dann später den Ländern der Sowjetunion, wenn es um Belarus, die Ukraine geht, um Russland. Überall Millionen Opfer, Millionen, die umgekommen sind. Sowjetische Kriegsgefangene, 3 Millionen Tote sowjetischer Kriegsgefangene, 1 Million Zivilisten in Leningrad von der Blockade schlichtweg verhungert und zwar ganz bewusst verhungern gelassen durch die Art der Kriegsführung. All das ist zu wenig bekannt. Die Erinnerung an den Nationalsozialismus ist allzu sehr, glaube ich, begrenzt auf den Holocaust, der natürlich ein absolutes Menschheitsverbrechen ist. Aber es gibt vieles andere, das wir nicht wahrgenommen haben. Und deshalb genauer hinzuschauen, auch die schwierigen Kapitel mit zum Thema machen, die Spannungen zum Thema machen. Ein solches differenziertes Bild ist es, was wir nicht nur zwischen Deutschland und Polen brauchen, sondern im Blick auf ganz Europa. Und ich hoffe, dass bis zum 80. Jahrestag des Kriegsendes wir mit solcher Differenzierung, mit der Widersprüchlichkeit der Geschichte an manchen Stellen dann auch besser klarkommen. Und das geht nur durch Transparenz, Hinhören und ein dialogisches Erinnern zu entwickeln. Dankeschön. Alexandra Ricci, die gleiche Frage. Well, I think that it's tremendously important. Ich glaube, das ist sehr wichtig und ich finde es sehr optimistisch. Ich war viele Jahre in Polen und in Deutschland. Die Veränderungen, die man sieht in der geschichtlichen Wahrnehmung, zum Beispiel in Großbritannien, in Vereinigten Staaten, in Kanada hinsichtlich der polnischen Beteiligung und Polens Schicksal nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ist viel mehr bekannt inzwischen. Teil davon ist natürlich politisch motiviert. 1989 war Polen dann plötzlich Teil der NATO, Teil der EU. Viele Polen leben jetzt in Großbritannien, 100.000 oder mehr. Es gibt viel mehr Kooperation, viel mehr Zusammenarbeit, Interaktion und diese Barrieren bröckeln endlich. Als ich meinen Mann
1986 getroffen habe. Er ist Pole. Kann ich mich noch gut an die Anmerkungen erinnern in Großbritannien und überall. Warum um alles in der Welt gehst du nach Polen? Das war damals schockierend, aber heute gehört Polen sozusagen zum Mobiliar in Europa und hat die Rolle in Mitteleuropa wieder erobert, als habe es für so viele Jahrzehnte den eisernen Vorhang nicht gegeben. Wenn es das nicht gegeben hätte, dann hätte Polen diese Rolle schon viel länger gespielt. Aber leider musste das Land viele Jahrzehnte stagnieren und hat sehr schwer gelitten. Aber es gibt viele Zeichen, auch Großbritannien, zum Beispiel den vorgeschlagenen Feiern, die ja eigentlich heute hätten stattfinden sollen. Und da hätten viele Polen teilnehmen sollen. Und es hätte auch Erinnerungen gegeben an den polnischen Beitrag. Das heißt, die Anerkennung ist mittlerweile da. Es ist eine politische Situation. Die Front der NATO hat sich ja verlagert von Deutschland nach Polen. Und wenn der Virus nicht gekommen wäre, hätten wir 20.000 Amerikaner auch jetzt in Polen gehabt. Und bei meiner Arbeit im Museum in New Orleans habe ich viele, viele Besucher aus den Vereinigten Staaten, die jedes Jahr nach Polen reisen, um über das Land etwas zu erfahren, die Militärgeschichte zu lernen und zu sehen, wo die Amerikaner jetzt stationiert sind. Also zwischen der angelsächsischen Welt und Polen verändern sich die Beziehungen sehr. Aber in Deutschland finde ich, das ist ein bisschen paradox, denn die Staaten liegen ja nebeneinander. Die alten Bismarck-Stereotypen, möchte ich fast sagen, scheinen noch fortzubestehen und sind ziemlich hartnäckig. Dankeschön. Wir haben jetzt zwei interessante Fragen von Igor Konkolewski. So vielleicht ich lese die erste. Nach ungenauen Schätzungen kämpften in der polnischen Armee im September 1939 wenigstens ca. 8000 Deutschen, die polnischen Staatsangehörigkeit hatten. Was wissen wir genau über ihren Beitrag zu Kampfhandlungen gegen die Wehrmacht und Rote Armee im ersten Monat des Zweiten Weltkrieges? Vielleicht, Jochen, möchtest du vielleicht so antworten? Ja, also auch da, so wie Markus Meckel es gesagt hat, wir müssen mit feineren Kämmen über diese Geschichten gehen. Die Geschichte des Zweiten Weltkrieges ist in vielerlei Hinsicht sehr stark auch aus den ehemaligen Feindkonstellationen und auch aus der ideologischen Sicht nachher während des Kalten Krieges geprägt gewesen. Und für solche Fragen, also zum Beispiel Soldaten in der polnischen Armee, die sich aber als Deutsche gefühlt haben, weil sie deutsche Wurzeln hatten, weil sie vor 1918 auf deutschem Territorium gelebt haben und die deutsche Staatsbürgerschaft gehabt hatten. Für solche Grauzonen gab es lange Zeit in der öffentlichen Wahrnehmung gar keinen Raum und auch in der historischen Forschung nicht so viel Interesse, sodass ich jetzt zum Beispiel auch jetzt nicht sagen kann, was mit Tausenden von Soldaten waren, die auf der polnischen Seite gekämpft haben, aber eigentlich aus würde man sagen, aus ihrem kulturellen Hintergrund aus deutschen Familien kamen. Was das aber aufzeigt, ist, was auch eine der schlimmen Seiten eben, das kam schon am Ende des Ersten Weltkriegs, aber auch während des Zweiten Weltkriegs, war das eben diese wahnsinnige Ideologie, dieses übersteigerten Nationalismus, der zu Rassismus führt, was der eigentlich mit Familien macht, gerade auch in Familien, in Grenzgebieten. Wenn wir jetzt zum Beispiel von polnischen Soldaten reden, die aber deutsche Wurzeln haben, dann sprechen wir natürlich von Gebieten wie Oberschlesien oder andere Gebiete, die historisch zwischen so Grenzübergangsgebiete zwischen Deutschland und Polen waren. Sowas fällt in unserer Wahrnehmung ständig raus, weil wir natürlich, völlig richtig, wenn wir die großen Linien des Zweiten Weltkriegs ziehen, natürlich davon sprechen, dass Deutschland als Staat mit seinen Soldaten Polen besetzt hat. Aber wir müssen noch mehr hinkommen, auch zu einer Erfahrungsgeschichte, ohne dass wir diese Grundkonstellationen relativieren, das lässt sich ja nicht irgendwie verschieben. Aber jenseits dieser Sicht auf die staatliche Dimension der Kriege,
die ja auch eine wichtige ist, den Punkt habe ich ja eben gemacht, gibt es aber auch noch eine andere Geschichte, und das ist die Geschichte eben der Betroffenen, der Menschen, die diese Kriege erleben. Und die ist viel, viel differenzierter, die entzieht sich total diesen Schwarz-Weiß-Mechanismen häufig, weil es immer wieder Menschen gibt, die in der einen oder anderen Richtung, die nach beide Richtungen geöffnet sind von ihrer Herkunft her und die dann zwischen diese Mühlensteine dann geworfen werden. Ne? Also das würde ich diese Frage auch eher als ein Plädoyer dafür auffassen, auch als Historiker sich noch stärker auch Bereichen zuzuwenden und mehr darüber zu erfahren, zu versuchen, die bis jetzt eigentlich in der Betrachtung immer so ein bisschen außen vor gewesen sind. Das ist eine interessante Frage. Dankeschön. Zweite Frage, warum sind die Schätzungen der Polen in der Wehrmacht so ungenau? Zwischen über 220.000 bis über 400.000. Von dieser Zahl haben zwischen 83 bis 89.000 desertiert, gefangen genommen wurden und anschließend in den polnischen Streitkräften im Westen gekämpft. Was wissen wir über die Schicksale der Familien von diesen Soldaten unter der deutschen Besatzung sowie über ihre eigenen Schicksale nach dem Zweiten Weltkrieg? Jacek Munarczyk? Ich habe mich mit diesen Spezialgebieten nie persönlich beschäftigt, aber aus der Literatur, grob gesagt, das Problem in der Einschätzung vor Anzahl der Polen in der Wehrmacht oder überhaupt auf der deutschen Seite, weil wir auch welche in der Waffen-SS haben und in anderen Einheiten, liegt daran, dass sie nicht als Polen in diese Einheiten rekrutiert wurden. Sie wurden als Volksdeutsche, die durch die deutsche Volksliste durchgenommen wurden. Und die deutsche Volksliste wiederum wurde in unterschiedlicher Art und Weise praktiziert oder hat diese Aufteilung auf Polen und auf deutschstämmige und auf Volksdeutsche auf unterschiedliche Akribie wurde die geführt. Die größten Schwierigkeiten haben wir natürlich mit solchen Volksgruppen wie zum Beispiel die Schlesier oder die Kaschuben und so weiter, wie sie einzuschätzen sind und wie sie sich selber gefühlt haben. Ja. Und auch die zweite Zahl, das heißt diese fast 90.000, zwischen 80 und 90.000, die desertiert haben, zeigen, dass die sich nicht besonders deutsch gefühlt haben. Also in Oberschlesien zum Beispiel sehr viele Polen, sehr viele Schlesier haben die deutsche Volksliste unterschrieben. Sie wurden sogar aus der kirchlichen Seite dazu ermutigt, aber das bedeutete nicht, dass sie sich mit Deutschtum identifiziert haben und deswegen auch bei erster Gelegenheit desertiert haben. Sehr viele stießen auch durch halbes Europa nach Großbritannien und wurden Teil in anderen Richtungen und ein Teil der polnischen regulären Streitkräfte, die dort kämpften. Ja. Was das Schicksal der Familien von Soldaten, die desertiert haben, angeht, muss ich sagen, dass ich hier überfragt bin, aber ich bin mir nicht bewusst von sehr groß angelegten Repressionen. Ja. Das ist vielleicht das. So, das sieht so aus, dass es noch viel zu forschen gibt. Ja? So, die dritte Frage von Jacek Lepiasz. Entschuldigung, ja? vielleicht eine Einwendung hier. Also wie der Gebrauch so war in solchen Situationen. Also zuerst geht man davon aus, dass es volksdeutsche Familien sind, weil es volksdeutsche Soldaten sind, ja, die desertieren. Ja. Und bei anderen solchen Fällen, die ich besser kenne,
resultierte da, dass hauptsächlich, also man hat sie nicht repressiert in dem Sinne, dass man sie im KZ gesteckt hat, sondern in dem Sinne, dass man zum Beispiel die finanziellen Bezüge gestrichen hat. Ja? Also das war eigentlich der größte Last, weil die Familie blieb dann ohne Familienvater, der hat nicht gearbeitet, der sollte kämpfen. Deswegen die Familie wurde verpflegt, finanziell unterstützt. Wenn Soldat desertiert ist, hat man diese Bezüge gestrichen. Also zumindest diese Art ist mir bekannt. Aber diese unmittelbare Repressionen weniger. Ja, so, danke schön. Noch einmal die Frage von Jacek Lepiasz. Sind Polen nicht selbst schuld, dass ihr Beitrag nicht wahrgenommen wird? Ein halbes Jahrhundert hat man die Streitkräfte, die im Westen tätig waren, verschwiegen, außer Acht gelassen. Nach der Wende wurde der Beitrag im Osten tabu, weggradiert. Ich halte es für einen Skandal, dass der 17. Januar mit keinem Wort erwähnt wird. Wie sollen wir von anderen etwas verlangen, wenn wir in Polen uns nicht einig sind, dass wir beide Seiten, beide Armen würdigen sollen? Er war Zufall, der entschied, ob man mit Anders oder Jaruzelski kam. Vielleicht, ich weiß nicht, Alexandra Ritschen möchte darauf antworten. Well, yes, just coming back to the discussion just before about the. Also, das hat wieder zu tun mit der Diskussion zu den Polen, die in der Wehrmacht gekämpft haben, oder den Deutschen, die in der polnischen Armee gekämpft haben. 1939, am Beginn der Kampfhandlungen, war es fast wie ein Bürgerkrieg. Ähnlich wie am Anfang des Ersten Weltkriegs, als die Polen in der deutschen, in der österreichischen, russischen Armee gekämpft haben. Das ist einfach die Komplexität einer Welt mit den verschiedenen ethnischen Zugehörigkeiten und den vielen Grenzverlagerungen nach Versailles. Da gab es ja eine deutsche Minderheit, die sich auf deutschem Gebiet wiederfand. Da gibt es sehr viele Beispiele widerstrebender Soldaten, die zwangseingezogen wurden. Es gibt immer diese grauen Bereiche. Aber das gilt vor allem für diesen Teil der Welt. Und ich kenne ganz viele herausragende Geschichten. Ein Freund, dessen Vater Jude war, der in der Wehrmacht gekämpft hat. Und die Kameraden haben ihn an der Ostfront geschützt, damit man seine Identität nicht herausfand. Im Krieg gibt es immer so viele Grauzonen und Schichten und komplexe Aspekte, was die Anerkennung angeht, des politischen Beitrags nach dem Krieg, da glaube ich, dass es so ist, dass man auf die Geschichte schauen muss. Wenn man auf die AK schaut, die Heimatarmee, Juli 44 bis Juli 45, war das eine ganz besonders starke Repression gegen die Mitglieder der Heimatarmee durch die Sowjets. Zehntausende wurden verhaftet, in Gulags geschickt, getötet, ins Gefängnis geworfen. Mein Schwiegervater hat 7 Jahre im Gefängnis verbracht. Und er musste zusammen mit früheren Nazi-Verbrechern zusammen im Gefängnis sitzen. Das war also eine große Erniedrigung und ein weiterer Versuch, das Erinnern zu zerstören an den deutschen Beitrag zum Zweiten Weltkrieg. Das endet 1998. In den Familien wurde natürlich die Erinnerung wachgehalten, aber es war nicht öffentlich anerkannt. Das heißt, man kann auf gewisse Weise verstehen, dass man in Polen selbst angesichts der Jahrzehnte offizieller Unterdrückung, dass man dann die Forscher und Wissenschaftler nicht gerade ermutigt, sich in die Archive zu vertiefen, um all diese Geschichten auszugraben. Nicht alle Geschichten Polens sind positiv, sind heldenhaft. Es gab auch dort Schreckliches, was begangen wurde, wie in allen Ländern. Aber es wurde einfach alles pauschal unterdrückt. Und wenn man die Geschichtsschreibung normalisieren möchte, dann müsste man das ab 1989 in Angriff nehmen. Das dauert natürlich seine Zeit. Dankeschön. Und vielleicht auf diese Frage von Jacek Lepiasz, jemand möchte etwas
noch etwas sagen und kommentieren, Jochen. Ja, wobei ich auch nicht jetzt so viel Neues sage, also das hat auch schon Professor Ritchie gesagt. Ich glaube, aber die Frage ist gut gestellt, das ist eine wichtige Frage. Als Historiker, Historikerinnen und Historiker lernen wir relativ früh, dass es so einfache Antworten häufig nicht gibt. Die Wahrheit und das, was passiert ist, ist häufig viel komplexer, als es in der Erinnerung dann und in der, wie das öffentlich noch gefeiert oder eben nicht gefeiert oder weggeblendet wird, je nach politischer Großwetterlage, wie das dann sich dort niederschlägt. Und ich denke, wenn man zum Beispiel, wenn wir uns wieder ganz an dem Thema des heutigen Abends nochmal daran halten, dass man auch des polnischen Kriegsbeitrages auch nur dann gerecht wird, wenn man tatsächlich auch in beide Richtungen guckt. Und das ist eine interessant gestellte Frage, dass ob auch die Verdrängung des polnischen Kriegsbeitrages nicht damit zu tun hat, dass vor 89 eben das, was im Westen war, offiziell ausgeblendet wurde und dass man nach 89 natürlich auch aufgrund der Geschichte dann dieses fast halben Jahrhunderts eben, wo Polen eben im sowjetischen Lager war, dass man dann jetzt mehr Schwierigkeiten damit hat, auch sich damit mehr zu beschäftigen, wie auch Polen im Osten gekämpft haben. Aber wir kommen nur weiter, wenn wir uns mit diesen Sachen auch ernsthaft beschäftigen. Es gibt natürlich auch ernsthafte Forschung dazu, aber sie ist noch nicht, es dauert noch, bis sowas tatsächlich auch ins öffentliche Bewusstsein dringt. Und das wäre halt auch nochmal eine wichtige Sache, dass man sich darüber auch, dass man das auch klar sagt, dass es so einfach nicht, eigentlich nie ist, wie man sich das so vorstellt, wenn man es aus der Propaganda nur entnimmt. In der Geschichtswissenschaft liegen die Sachen, das haben wir auch gerade bei der Diskussion der nationalen Zugehörigkeit und der Frage, wer eigentlich in welchen Streitkräften ist und für welches Land eigentlich kämpft. Wenn man dann da näher ranzoomt, dann wird es häufig schon komplizierter, aber nicht uninteressanter. Das macht die Sache eigentlich gerade sehr spannend. Es entzieht sich aber häufig einer sehr einfachen Antwort mit Ja oder Nein. So, wir haben darüber schon kurz gesprochen, aber ich lese diese vierte Frage von Michał Kowalski. Gibt es seriöse Studien zu polnischen Bürgern deutscher Herkunft? Wie haben sie agiert? Was waren ihre Ziele? Wie tief war ihr Engagement? Etc. Oder wurden sie nur als fünfte Kolonne wahrgenommen? Jemand möchte antworten. Noch. Also in der Geschichtswissenschaft ist das ziemlich klar, dass der Fokus sowohl in der westlichen als auch in der östlichen Historiografie von dem, was ich kenne, sich sehr stark auf die Teile der deutschen Minderheit konzentriert, die auf polnischem Gebiet, wenn wir jetzt vom polnischen Beispiel sprechen, also die sogenannten Volksdeutschen in Polen, dass der Fokus der Geschichtsforschung, der Forschung zum Zweiten Weltkrieg sich in erster Linie mit dieser Frage beschäftigt hat, inwieweit die tatsächlich der deutschen Seite, der deutschen Besatzung dabei geholfen haben, ihre Verbrechen zu begehen. Das ist auch nicht ohne Grund. Die deutsche Minderheit wurde oder Teile der deutschen Minderheit wurden im September 1939 schon von deutscher Seite mobilisiert und haben sich aktiv an der Ermordung ihrer polnischen Nachbarn beteiligt. Das ist allerdings ein Aspekt, der besonders brutal und radikal ist, der aber in der Erforschung eigentlich fast das gesamte Bild, das ich zumindest kenne aus der Geschichtswissenschaft der deutschen Minderheit in Polen während des Zweiten Weltkrieges abdeckt. Aber das waren natürlich nicht, man kann natürlich nicht dann deswegen jetzt sagen, die gesamte deutsche Minderheit, so wie das in der Volksrepublik Polen eben propagiert wurde, hätte sich als fünfte Kolonne im Dienst der deutschen Besatzer in den Dienst gestellt und aktiv an der Verfolgung und eben im Extremfall auch an der Ermordung ihrer Bürger, ihrer Mitbürger, ihrer Nachbarn teilgenommen. Das ist kontrafaktisch, das stimmt nicht. Ja. Und da muss man eben auch sagen, dass wenn man zum Beispiel von dem volksdeutschen Selbstschutz spricht, also einer radikalen Miliz zusammengestellt aus Angehörigen der deutschen Minderheit, die sich
aktiv an den Morden im September 39 beteiligt haben, dann ist das eine Größe, die wichtig ist, weil ohne deren Zutun hätten die Polizeieinsatzgruppen, die aus dem Deutschen Reich nach Polen gekommen waren, niemals so effektiv morden können, weil eben die polnischen Staatsbürger deutscher Herkunft sich viel besser dort auskannten, ihre Nachbarn kannten, die Gegebenheiten kannten. Das heißt, es ist ein wichtiger Faktor. Aber er ist nicht, sagen wir mal, zahlenmäßig ist das nicht die Mehrheit der Volksdeutschen oder derjenigen polnischen Staatsbürger deutscher Herkunft. Also da, es ist einerseits wichtig, dass man diese Punkte benennt, aber andererseits darf man sie auch nicht so hinstellen, als hätte es nicht auch anderes Verhalten von polnischen Staatsbürgern gegeben, die sich dem deutschen Kulturkreis zugezählt haben. Und dazu, das zählt auch in diesem Bereich, was ich eben schon gesagt habe, auch zu den sogenannten Volksdeutschen in der polnischen Armee, gibt es so gut wie keine Forschung. Ja. Und ich würde es sehr begrüßen, wenn da auch mehr passieren würde. So, ich kann auch einen Kommentar geben. Meine Großgroßmutter hat diese Volksliste abgesagt zu unterschreiben. So, ja, es gibt verschiedene Familien und verschiedene Geschichten. Und wir haben auch einen Kommentar von Siegfried Ludwig. Meine Vorfahren lebten als sogenannte Deutschstämmige am Fluss Bug in der Nähe von Brest. Das Absurde an dieser Konstellation war, dass die Männer, die 1939 im wehrfähigen Alter waren, in der polnischen Armee für Polen gekämpft haben und die gleichen Männer dann später zur Wehrmacht eingezogen worden. Also wir haben darüber auch viel gesagt. Ich glaube, ich sehe nicht die nächste Fragen, so vielleicht, weil es, ich glaube, ziemlich spät. Ich möchte vielleicht langsam enden, schließen. Ja, so, ja, zum Schluss. Ah nein, wir haben noch eine Frage. Diese Frage von Manfred Mack. Wäre nicht das Projekt eines Polen-Denkmals mit den Komponenten Denkmal am Anhalter Bahnhof, Dokumentationszentrum und Maßnahmen der politischen Bildung der richtige Ort, um auch das heutige Thema in der deutschen Bevölkerung bekannter zu machen und sollte deshalb unterstützt werden? Vielleicht Herr Markus Meckel möchte da darauf antworten. Ich gehöre zu denen, die gegenüber einem solchen Denkmal sehr skeptisch sind, weil es zwar richtig ist und überhaupt keine Frage, dass wir viel mehr wissen und informieren sollten darüber, was in Polen nicht nur in den Wochen des Krieges am Anfang, sondern in der Besatzungszeit geschehen ist mit den Millionen Toten. Aber dies ist dann durchaus in sehr engem Zusammenhang zu sehen, was dann nach dem Überfall auf die Sowjetunion in Belarus, in der Ukraine, in Russland geschieht, in den Staaten der Sowjetunion und mit ihren Völkern. Da gibt es mehr Ähnlichkeiten als Unterschiede. Und ich glaube, es wäre wichtig, dass wir diese Geschichte im Zusammenhang miteinander betrachten. Ich denke, dass es, deshalb trete ich selber dafür ein, dass wir ein Dokumentationszentrum schaffen. Denkmale informieren nicht so gut, sondern wenn wir ein Dokumentationszentrum schaffen über Krieg und Besatzungszeit in Europa, dann wird auch der Unterschied deutlich, wie im Westeuropa gekämpft wurde und im Osteuropa, wie ein Vernichtungskrieg wirklich von Anfang an darauf angelegt war, die Nationen und ihre Eliten zu zerstören, die sogenannten Slawen zu Sklavenvölkern zu machen, wie darauf angelegt wurde, dass aus den Ressourcen des Landes die Wehrmacht ernährt wird und man von Anfang an damit eingeplant hat, dass Millionen von Tote einfach durch Verhungern entstehen. Ich sprach schon von den 3 Millionen Kriegsgefangenen, den sowjetischen Kriegsgefangenen, aber auch der Anteil der Toten der polnischen Kriegsgefangenen ist sehr hoch. Dies alles, wie ich finde, gehört zusammen und deshalb bin ich sehr skeptisch, wenn wir anfangen in Deutschland der Opfer des Nationalsozialismus nach Nationen getrennt zu erinnern und zu gedenken.
irgendwann kommen wir dann zu der zynischen Frage, ob wir in Millionenhöhe da sein müssen, damit man ihnen ein Denkmal in Deutschland gibt. Und diese Frage möchte ich dann doch lieber nicht beantworten müssen. Deshalb glaube ich, ist es gut, wenn wir in Deutschland grenzüberschreitend integriert an diese furchtbare Zeit erinnern und das in engem Dialog mit den Völkern, die selber Opfer dieser Entwicklung waren oder eben, wie im Falle Polens, uns gleichzeitig auch befreit haben. Danke schön. Wir haben noch, Jochen, möchtest du etwas zusätzlich sagen? Ja, wir haben dieses Gespräch ja auch kollegial, Markus Merkel, auch schon des Öfteren geführt und ich verstehe auch Ihre Seite und Argumentation. Und es ist manchmal, glaube ich, auch schwierig, immer zu sagen, ja, das eine ist der große Wurf und das andere überhaupt nicht. Das tue ich auch gar nicht. Es ist alles immer so mit Schwierigkeiten verbunden. Was das Größte für mich auch die größte Schwierigkeit ist in diesem Zugang, den ich ja verstehe, dass man in einer größeren Gedenkstruktur, wie auch immer sie aussehen soll, eben dieser Opfer des Vernichtungskrieges gedenkt. Sie wissen ja, dass ich selber einer der Verfechter der Theorie bin, dass der bereits 39 angefangen hat und eine Vorstufe eben dessen war, was nach 41 kam. Da sind wir ja auch völlig auf derselben Seite. Wir müssen auch die Debatte jetzt hier nicht weiterführen, aber Sie wissen ja auch, gerade durch das, was wir heute besprochen haben, haben wir schon ein Problem damit, was wir mit der Zeit von 39 bis 41 machen, wo ja eben auch die späteren Opfer in der Sowjetunion sind davon völlig unbenommen, aber wo die Sowjetunion zunächst ja einmal auch als Täter auftritt. Aber ich verstehe trotzdem, was Sie meinen, Herr Meckel. Ich will das nicht in Abrede stellen. Ich wollte nur sagen, es gibt natürlich auch noch andere Argumente und lassen Sie uns weiter darüber konstruktiv miteinander sprechen. Und ich bin auch froh, dass wir auch heute auch darüber gesprochen haben. Und ich verstehe auch durchaus, was Sie umtreibt und ich denke, wir werden da auch in Zukunft weiter miteinander reden und dann hoffentlich in der langen Sicht, weil ich auch viel Sympathie für das habe, was Sie vorbringen, in eine Richtung gehen, die uns dann allen auch gefällt. Dankeschön. Wir haben noch zwei Fragen. Eine von Richard Herzinger. Die Frage lautet, wie groß schätzen Sie die Gefahr ein, die von Putins aktuellen geschichtsrevisionistischen Attacken auf Polen und die Verfälschungen seiner Rolle im Zweiten Weltkrieg ausgehen, mit der er die europäische Erinnerung zu manipulieren und Europa zu spalten versucht? Sind die Reaktionen der westlichen Regierungen darauf nach ihrer Auffassung ausreichend? Alexandra Ricci vielleicht? Could you answer that? Ich glaube, dass Putin folgendes versucht, das ist einfach verabscheuungswürdig. Er versucht, die Polen für den Ausbruch des Krieges als Schuldige darzustellen. Das ist Teil eines größeren politischen Spieles, das er schon an verschiedenen Fronten spielt. Cybersicherheit, Krim oder auch die Versuche, Europa zu spalten und viele andere Versuche, die er da unternimmt. Es ist ein sehr gefährliches Spiel. Was die Reaktion jetzt angeht, was können wir da tun? Wir können weiterhin forschen und absolut transparent und offen, ehrlich bleiben, unsere Quellen belegen, über Geschichte schreiben, Filme machen, wo eine offene Debatte, ein Dialog, verschiedene Meinungen zum Tragen kommen, wo Wissenschaftler, Filmemacher, Autoren, Journalisten beitragen können auf offene Weise. Und das ist ja, was eine Demokratie ausmacht. Und das ist die Demokratie, für die die westlichen Alliierten gekämpft haben. Und das absolut den Ideen zugrunde, denen entgegenwirkt, die Putin da vertritt.
Dankeschön. Möchte noch jemand etwas sagen, dazu sagen? So, also ich will vielleicht Markus Meckel, noch mal darauf hinweisen, dass das nicht neu ist. Es richtet sich auch nicht nur gegen Polen, wenn wir daran erinnern, den Denkmalstreit in Estland, den wir vor vielen Jahren hatten, oder auch die Versuche jetzt in der Tschechischen Republik, sich in solchen Fragen des Erinnerns einzumischen, dann brauchen diese betroffenen Länder wirklich unsere Solidarität und auch unsere erhobene Stimme. Und die wünsche ich mir manchmal deutlicher und lauter, als es zurzeit geschieht. Sehr interessant, danke. So, die Frage von Natalie Kaiser. Was geschah mit den polnischen Widerstandskämpfern, die nach dem Krieg nach Polen zurückgeschickt wurden? Sie galten offiziell doch als Regimegegner im realsozialistischen Polen. Vielleicht, Jacek, möchtest du antworten? Ja, das war sehr unterschiedlich, aber im Großen und Ganzen haben die meisten von ihnen irgendwelche Repressionen erlebt. Sie waren eben die Regimegegner. Ja? Das heißt, sie wurden verhört. Sehr oft wurden sie in Gefängnisse gesteckt. Im schlimmsten Fällen konnten sie sogar wegen Spionage oder irgendwelchen feindlichen Aktivitäten auch nach so einer Rückkehr angeklagt werden, vor Gericht gestellt werden und sogar getötet werden. Das heißt, sie haben schwierige Zeit vor sich gehabt. Manche haben die Möglichkeiten erhalten, von Seiten des kommunistischen Staates sich später zu integrieren in der Gesellschaft. Aber alle wurden durch diesen Terror gebrandmarkt. Also was vielleicht überhaupt nicht in Kenntnis von unseren westlichen Zuhörern ist, dass alleine in stalinistischer Zeit man hat in Polen um die 50.000 Mitglieder der polnischen Widerstandsorganisationen umgebracht in Polen. Ja, das sind Opfer der Stalinismuszeit. Mhm. Die wurden teilweise zu Tode gefoltert, teilweise wurden die einfach schuldig des Verrats oder der Kollaboration mit den Deutschen. Also es gab Zeiten in Polen, ich werde näher darauf nicht eingehen, weil ich einen Vortrag machen müsste, aber es gab Momente, wo alleine die Angehörigkeit zur Armia Krajowa, also zur Heimatarmee, als faschistisch galt und Leute, die vor Gericht gestellt wurden, wurden auf mehrere Gefängnisjahre verurteilt oder wurden einfach erschossen und was noch perfider war, man hat sie umgebracht und dann in unbekannten Orten verscharrt. Und jetzt gibt es seitens der Instituts des Nationalen Gedenkens seit einigen Jahren eine riesengroße Aktion in Polen, die Leichen, die Gräber, die Massengräber von diesen Helden, muss man schon sagen, zu finden und sie richtig zu bestatten. Ja. Das heißt, das war keine großartige Zukunft, das für sie da gewartet hat. Vielen Dank. Und letzte vielleicht Frage, vielleicht eine optimistische Bemerkung. Agnieszka Maciocha schreibt, als Polin, die seit 10 Jahren in Berlin wohnt, gewinne ich immer wieder den Eindruck, dass die Geschichtspolitik gegenüber Polen in den letzten Jahren sich zum Besseren verändert hat. Das gilt auch für die in der heutigen Diskussion erörterten Themen. Teilen Sie meinen Eindruck, vielleicht Markus Meckel und Jochen antworten. Mikrofon, Markus, kannst du Mikrofon? Vielleicht nehmen wir diese positive Äußerung als Schlusspunkt, dass wir heute ein solches Thema auch aufgegriffen haben, das sonst in Deutschland
wenig behandelt wird, in der Hoffnung, dass wir auch in Zukunft noch sehr viel differenzierter, wie Jochen Böhler es gesagt hat, auch Details anschauen und nicht versuchen, alles nach einem festgelegten Modus zu betrachten, sondern auf die konkreten Erfahrungen schauen, die Erfahrungen der Menschen ernst nehmen und besser aufeinander hören, um dann für das einzutreten, wofür wir hier heute gemeinsam stehen. Und das sind die Werte, die im Lissabonner Vertrag oder eben in der europäischen Grundwertecharta festgelegt sind. Dies ist doch die Lehre aus dem Schrecken des Zweiten Weltkrieges. Ich würde die Europäische Union, die Gestalt gewordene Lehre aus diesen furchtbaren Erfahrungen des 20. Jahrhunderts bezeichnen. Hier haben wir große gemeinsame Verantwortung. Dankeschön. Und jetzt zum Schluss möchte ich Sie noch alle herzlich zu unserem Pariser Platz-Seminar am 14. Mai um 18 Uhr einladen. Das Thema der Veranstaltung lautet Auf den Spuren von Otto Wächter, Erinnerung und Nachkriegsjustiz 75 Jahre später. Mit dabei der renommierte Anwalt für Menschenrechte und Autor eines beliebten Podcasts des BBC, Professor Philipp Sanz, und die bekannte Schauspielerin Katja Riemann. Ich im Namen Pilecki-Instituts, wir möchten auch empfehlen, regelmäßig einen Blick auf unser umfangreiches Social-Media-Angebot zu werfen, zum Beispiel unsere Podcast-Reihe gefunden in den Archiven, unsere Exercise in Modernity-Videoreihe und vieles mehr. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmern der Podiumsdiskussion, bei den Organisatoren, ich bin im Zentrum für historische Forschung in Berlin und der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit. Ich bedanke mich herzlich bei Markus Meckel, der diese heutige Veranstaltung initiiert hat. Ich möchte auch Professor Igor Konkolewski, Cornelius Ochmann und Carolina Fuhrmann für diese gute Zusammenarbeit danken. Ich grüße meinen Stellvertreter Mateusz Wałkowski und das ganze Team, welches maßgeblich an dieser Vorbereitung der heutigen Debatte beteiligt war. Vor allem danke ich Marek Kowalczyk, den Produzenten der Veranstaltung, und unseren Übersetzerinnen Karolina Golimowska und Gisela Tansch. Ich danke Patryk Szostak und vor allem Marcin Jaworowicz für diesen wunderbaren Film. Last but not at least, ich bedanke mich bei Ihnen allen für das zahlreiche Erscheinen und diese sehr stimulierenden Fragen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und bleiben Sie gesund. Vielen Dank. Danke. Auf Wiedersehen.